So, wunderschönen guten Abend und damit willkommen zum Bauforum 24 Livestream Werkzeugnews Live. Wie immer mit dem begehrenswerten Max Leser und einer Tonspur, die mich hier als Echo quasi heimsucht. Das stellen wir direkt mal aus. So. Genau, und wie immer auch der Disclaimer, das ist ein Livestream, liebe Kinder vor den Bildschirmen. Es ist völlig chaotisch, hier ist nichts geplant, doch ein bisschen ist geplant, wie man hier sieht, aber es ist relativ wenig strukturiert. Wenn ihr also ein Format wie die Werkzeugnews in sonstiger Form sucht, dann bitte jetzt abschalten, ansonsten bitte dranbleiben und den Abend oder das, was von übrig geblieben ist oder von übrig bleibt, genießen. Ihr habt es schon gesehen in der Überschrift, heute heißt es Bosch vs. Parkside unter anderem. Wir machen richtig dicke Dinger heute. Nämlich, was haben wir hier, Leser? Sieht man ja schon, ne? Was haben wir hier? Einmal den Biturbo. Bosch Biturbo SDS Max 18 Volt Hammer. Und das Ding ist ein Hammer. Aber wir haben mal in unsere kleine Archivkiste gekramt, in unsere Asservatenkammer. Und da haben wir noch den Burschen hier, einen Parkside. Den haben wir auch schon ein bisschen länger, aber wir haben ihn noch nie angefasst. Wir haben ihn immer ehrfürchtig bewundert. Im Vorbeigehen, sagen wir mal. Und es ist auch ein SDS Max Hammer. Ist es ein Bohrhammer oder ist es ein reiner Abbruchhammer, Herr Leser? Glaube, es ist ein reiner Abbruchhammer, ne? Mit galanten 50 Joule. Und wir haben auch so ein bisschen was vorbereitet. Ja, genau. Was zum Beispiel? Ja, eigentlich nur ein paar Holz, ach, ein paar Holzblöcke, wollte ich schon sagen, ein paar Betonblöcke. Wir fangen erstmal mit ein bisschen mit Holz an. Ja, Holz, die Betonblöcke und dann schauen wir mal, was wir da alles so reinjagen. Ne? Ja, männliche Geräte, schreibt Simon. Und Sunseeker wirft ein, warum kein Hilti und warum kein Duss? Herr Leser, warum haben wir denn schon wieder kein Hilti? Ja, haben wir nicht gekriegt. Ja, genau. Wir bekommen ja teils Testgeräte, teils haben wir die auch gekauft, aber wenn wir jetzt von DUS und von Hilti und so weiter und wie gesagt, das ist ja jetzt hier auch kein Test in gewohnter Werkzeugnews-Manier, sondern das ist jetzt einfach heute mal ein bisschen rumballern. Was haben wir noch? Eine ganze Armada an Bohrhämmern. Genau. Das sind allerdings keine SDS Max, sondern das sind die normalen. Die haben wir euch auch ab und zu schon mal gezeigt. Eigentlich und alle schon, ne? Alle, ne? Genau. Ja. Wir haben schon mal das ein oder andere Battle gemacht. Es ist auch schon einmal der ein oder andere hier in der Redaktion auf der Strecke geblieben. Und wir haben nochmal diese Konsorten hier hervorgeholt. Das sind nämlich Multibohrer. Die hatten wir euch in dem Video gezeigt zum Festool TP, wie heißt er, TPC? TPC, der Viergang-Akkuschrauber. Und da hatten wir auch mit dem Milwaukee in Verbund gebattelt. Und wir hatten hart gedrückt. Zum Teil. Du, ich nicht. Genau, ich hatte da hart gedrückt. Da gab es noch ein paar Kommentare, die sich amüsiert haben, dass ich irgendwie behauptet habe, hätte nicht hart gedrückt, aber wir würden die Adern aus dem Kopf rauskommen. Und da gab es nämlich in den Kommentaren auch die Diskussion nach dem Motto, das sind ja Multibohrer und wenn du hier mit Stein bohrst, dann nichts mit Schlag, weil dann Bohrer ist kaputt. So, aber ich habe geguckt und hier steht, so, vielleicht sieht man das in der Topcam, gezoomt hier. Hier siehst du Ziegel, das würde ich jetzt mal als Beton bezeichnen und das ist irgendwie so ein Randstein oder so ein Hohlblockstein und hier steht Hammer. Das heißt, die Milwaukee-Brüder sagen, ne, if I had a hammer, hau rein. Aber bei denen, die wir hier noch haben, ist es glaube ich teilweise anders. Ich habe die jetzt just erst bestellt, ich habe noch nicht mal reingeguckt, klappert ein bisschen. Genau, und hier siehst du, hier steht zum Beispiel nix Hammer. Nix Hammer, nix gut. Und dann haben wir noch welche. Das sind Stichsägeblätter, fast, könnte man meinen. Bosch Hex 9 Multi-Construction, das heißt auch hier für Stein, ein Spitzenstein, aber steht hier was mit Hammern? Ja, auch hier. Ja, auch Hammer, bestimmt. Nix gut. Genau, da werden wir heute vielleicht, wenn sich die Zeit bietet, wenn man sich die Zeit nimmt, werden wir nochmal reingucken, wie die so performen und ja, ein bisschen chatten. Kreislauf Uwe ist heute nicht dabei, der liegt flach. Das heißt, wir müssen uns heute so ein bisschen als Two-Man-Show hier arrangieren.
Und ich habe gerade festgestellt, ich habe gerade schon vor der Sendung gegessen. Du noch nicht. Das heißt, wir müssen Nils heute abstimmen. Nils auch noch nicht. Nee. Ja, da müssten wir eigentlich wieder einen Pizzaboten irgendwie arrangieren. Das war schwer zu Corona-Zeiten. Ne? Es hat schon einer was gespendet, der Marcel Esser. Er schreibt endlich das Abendprogramm los. Ich freue mich. Ja, danke dafür. Aber welche Hilti-Maschine hätten denn die Leute gerne gesehen, die wir jetzt noch hier dabei hätten? Also ich bin nicht so im Bild, was Hilti angeht bei den großen SCS-Max-Hammern, aber was gibt's denn da so? Also Vergleichbares. Ja, jede Menge, ne? Also Hilti hat ja im Prinzip die ganze Bandbreite an Bohrhämmern, an Abbruchhämmern, SDS-Max. Ja, aber genau, jetzt einen genauen Typ. Also es gibt ja auch wo einen geben, der halt auch wie, keine Ahnung, wie bei der Festool TS-55, ist halt so das Schlachtschiff halt Festool, was der meist verkauft und sowas, wie es ja bei Hilti dann ja auch bestimmt geben. So ein Rounder-Ding, was einfach, ja, dass die Brot- und Buttermaschine ist. Genau, wenn es kein Bohrhammer ist, macht der S-Max, wenn es kein Bohrhammer, den Abbruchhammer, macht der Bohrer ja keinen Sinn. Genau, wir haben das gerade ausgepackt. Dann werden wir das auch gleich noch entsprechend umbauen. Uwe hat wahrscheinlich Kreislauf, so wie der Name sagt. Dann, wann gibt es die nächsten Top-3-Werkzeuge? Wann gibt es eigentlich die nächsten Top-3-Werkzeuge? Wie sieht der Stand aus? Kann ich nichts zu sagen. Hast du noch was in der Pipeline? Bestimmt. Also wie gesagt, ich kann da jetzt nichts zu sagen, aber ich denke mal, da wird es irgendwann wieder was geben. Also genau, wir sammeln ja immer. Genau. Und ich habe diese Woche allein schon 2 Anfragen auf Insta gehabt, wie die Leute das einsenden sollen, beziehungsweise ob sie noch zusätzlich zum Querformat was beachten sollen. Aber eigentlich ist es ja relativ einfach, Querformat auf YouTube hochladen, genau, und dann an die Redaktion. Und hat nicht ganz so lange, ne? Also die Clips jetzt irgendwie keine 10-Minuten-Clips einsenden oder sowas. Also schon wirklich irgendwie das runter reduzieren auf 1 bis 2 Minuten, ne? Genau. Weil sonst ist das halt, ja, auch unfair den anderen Leuten gegenüber, ne? Die dann sich dann halt vielleicht noch ein bisschen kürzer halten, obwohl die dann noch nur noch mal den Unimog zeigen können und, weiß ich nicht, die Cat DL, weil die zu Hause haben, aber dann sich dann darauf reduzieren, dass sie nur ihre Top 3 zeigen, ne? Obwohl, ich sag mal, eine Cat DL zu Hause, da könnten wir dann schon mal eine Minute für... Ja, ne, eine Minute, aber keine 5 oder 6. Nee. Genau. Aber es geht auf jeden Fall weiter, das Format, aber, ne, klar. Steven K. isst gerade Pizza, ja, moin, guten Appetit. Einer schreibt schon, die Bosch Multibohrer sind voll der Müll, zumindest in Metall und Holz, in Gips und Sandstein gerade okay, aber das schafft ja auch jeder China-Bohrer. Gips ist jetzt nicht so die Herausforderung, oder? Nee, gibt's nicht. Und ich sag mal, China-Bohrer, es ist ja immer so, also ich hatte das bei billigen Bohrern schon in Stein oder so, da, oder auch in Metall gerade, da bohrst und dann ist das, also nach einmal ist das Ding rund, ne? Und Thema rund, da haben wir ja auch was für, von, so als kleiner Preview oder als kleiner Teaser, wir haben, war das diese Woche? Ja, ne? Wir haben diese Woche was gedreht, wir haben nämlich wieder einen Schraubentest am Start. Und zwar haben wir nicht getestet, wann die Schrauben brechen, sondern wie die Schrauben so aussehen, die Schraubenköpfe, wenn man 100 Mal rein und raus gedengelt hat. Und 200 Mal ja dann auch angesetzt hat. Genau, 200 Mal rein, nee, 100 Mal rein, raus. Genau, die Schraube, aber du setzt ja immer, wir haben immer wieder neu angesetzt. Also genau, rein, raus, also 100 Mal für rein und 100 Mal für raus. Genau, ja. Also im Prinzip sogar 400 Bewegungen im Schraubenkopf. Mhm. Ja, zumindest genau. Linear. Man kann sich schon mal sagen, welche Schrauben wir getestet haben. Ja. Und dass wir auch neue Schrauben haben, ne? Wir haben ja richtige Brecherschrauben jetzt neu. Soll ich die mal holen? Ja, holen wir so ein paar, so 600er oder sowas. Ja, will ich jetzt drankommen, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal 12x400. Ist auch schon mal ein gutes Wort. Genau, das ist ja so die, ist das eine 12er? Ja, ne? Mhm. Genau. Das sind ja so die Standardschrauben, fast 400er. Denn, das wissen die Leute auch noch nicht, ne? Wir haben den neuen Metabo-Akkuschrauber schon getestet. Das Ding hat uns auch gut überrascht. Und den wäre zum Beispiel sowas gar kein Problem. Da gehen wir auch dann gerne mal auf die 600er-Schraube. Manuel sehe ich gerade. Hat ja was gespendet, der Kollege. Ja. Ja, danke dafür. Manuel sagt, die rosa Box triggert mich. Bitte die Box, Büchse der Pandora mal aufmachen. Die pinkfarbene Box, so. Welche meint er? Ah ja. Welche meint er? Wir haben nur einen. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Da ist gar nichts drin. Da ist gar nichts drin, ne? Ja.
Nee, eigentlich hatte ich das für dich, Max, als Brötchendose. Wollte ich dir schenken, weil das farblich ganz gut passt. Ja. Ja. wir haben noch eine andere. Also, ja, hol die mal. Ich glaube, diese hatte ich nämlich mal in den Top 3 Zuschauerwerkzeugen gesehen. Da war ich neugierig, hab mal geguckt. Das war auch noch nagelneu. Also, was ist das? Genau, also, ich glaube, das war sogar so eine. Toyo, japanisches. So eine Klarwerkstatt war das, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Hat der, glaube ich, das Milwaukee-Messer drin gehabt und so PW Swiss Tool. Boah, und das andere weiß ich gar nicht mehr. Ja, ist. Aber das ist aber nicht als Lunchbox gedacht, ne? Nein, das ist schon als Werkzeugbox, ne? Da kannst du deine 400er Schraube reinmachen und kannst du rausgucken lassen, wenn du Lust hast. Ja. Aber die Vorlage ist natürlich perfekt, denn hier nochmal der Hinweis, das habt ihr ja auch noch nicht, zumindest im Livestream, glaube ich, haben wir es noch nicht gesagt, weil der letzte Livestream war ja der mit der Hydraulikpresse. Und da haben noch viele gefragt, wann kommen die Mikrosystena wieder, und da sind sie, neue Charge. Und hier seht ihr jetzt auch mal, Nils, in der Topcam, genau, hier habe ich ein Inlay gedruckt, was ein Zuschauer entworfen hat. Mega. Ich habe das jetzt auf einem Prusa Mark, wie heißt der? Mini irgendwas, also neuer Prusa Drucker gekauft. Bin selber sehr begeistert, weil ich in meiner bisherigen 3D-Druckerzeit noch nie einen Drucker hatte, der out of the box mit dem Original Filament, wohlgesagt, lief. Also ich musste einmal den Abstand zum Druckbrett irgendwie, Druckbett kalibrieren, und dann lief das Ding. Und ich habe bisher keine Ausschüsse gehabt, es sei denn, ich habe Filament gehabt, was ich noch hatte. Da gab es dann irgendwie Probleme. Dann aber ich meine, hat das auch bestimmt noch, also irgendwie so einen Haltbarkeitswert, oder? Filament? Oder geht das? Liegt das an der Lagerung? Weil ich weiß, wir hatten ja eine ganz große Kiste, das war ja dann auch mal so eingepackt, dass ja auch gar kein UV und sowas drankommt. Genau. Aber wie das dann trotzdem dann auch eventuell mal ein bisschen spröd und schlecht? Oder? Also das kann ich jetzt noch nicht mal genau sagen. Ich weiß, das Filament ist teilweise hygroskopisch, also zieht Feuchtigkeit. Deshalb hatte ich da ja so Silikagel-Kissen reingemacht. Und ich hatte schwarze Kisten genommen, die lichtundurchlässig waren oder sind. Und ich glaube nicht, dass das Filament schlecht wird, direkt schlecht ist. Also unter den Umständen. Ich habe auch so einen Heizofen quasi mit Heißluft oder mit Warmluft, wo du Rolle reinmachst. Ja, habe ich gesehen. Quasi dann entfeuchtest, wenn da irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit drin ist. Aber das Ding ist echt cool, und der Zuschauer hat sich auch Gedanken gemacht, weil du kriegst ihn ja hier relativ schwer raus. Ja gut, ich könnte den hier, aber du hast hier einfach die Möglichkeit zu drücken und dann kommt die Spitze raus. Und das ist übrigens das Original Vera Kompakt irgendwas Kit. Ich werde euch das nochmal verlinken. Der Link zu Singiverse ist schon in der Beschreibung verlinkt, soweit ich weiß. Und jetzt hat mir noch jemand ein anderes Layout geschickt oder ein Inlay, nämlich für ein Bosch-Spitzset. Und da gucken wir gerade auch nochmal, ob die Vera Toolcheck-Ratsche, also diese Mini-Ratsche, passen würde. Was ich hier vielleicht noch gemacht hätte, einfach noch zwei weitere Plätze für weitere Bits. Was weiß ich, wenn du jetzt zum Beispiel hauptsächlich mit Torx 20 am Start bist, dass man dann hier noch einfach zusätzlich zwei Torx 20 noch unterbringen kann, weil Platz wäre ja da. Genau. Und wir hatten diese Verschlüsse, waren in der ersten Charge von Thanos, ja, sag ich mal, ein bisschen locker. Ne? Das war einfach Stand der Technik. Und da haben wir denen Feedback gegeben, und dann haben die das nochmal neu gemacht oder einen anderen Kunststoff oder so, und die sind deutlich stabiler geworden. Wer da noch Bedarf hat, der greife zu. Und T-Shirt-mäßig wird es das noch in einigen Größen geben, aber haben es besser als brauchen ist, glaube ich, jetzt bis auf ein S oder so komplett ausverkauft. Da rufen die Leute mittlerweile teilweise an. Wir hatten das diese Woche auch, dass dann Eltern anrufen, weil sie das ihren Kindern schenken wollen. Und dann, hatten wir eine Mutter, die wollte dann, ich glaube, haben ist besser als brauchen, in M haben oder so. Und da haben wir für uns noch im Archiv oder im Bestand ein paar Einzelposten, weil wir müssen ja auch mal adrett gekleidet aussehen. Oder sollte mal jetzt ein Umtausch oder eine Reklamation oder so, dass wir da agieren können. Aber bisher kam tatsächlich bei einigen tausend Shirts nur eine einzige Reklamation,
Und das war bei Ivan im Ärmel, hatte sich ein L, glaube ich, gelöst von dem Druck oder so. Schon sehr, sehr gut. Ja, also das muss ich auch mal sagen, ganz ehrlich, man checkt da ja nicht so drin. Und das ist natürlich das Horrorszenario, was du dir im Kopf ausmalst, dass die Qualität vielleicht dann auf lange Sicht doch nicht so gut ist. Und dann kriegst du auf einmal irgendwie, weiß ich, 30% Retourenquote. Aber nein. So, genau, jetzt schreibt auch einer hier, Kapoka. André, es gibt auch Filamenttrockner, soweit ich weiß, genau. So ein Ding habe ich. So. Aber wieso hast du jetzt einen Pink bestellt? Also mal wirklich. Einfach so zum Zeigen nochmal, dass es hier auch einen Pink gibt? Ja, einfach so, weil ich es lustig fand. Also, okay. Aber tatsächlich, das ist irgendwie so ein... Das ist aber nicht derselbe Hersteller, ne? Nein, nein. Der ist von der Goldmarke High Snap. Heißt aber lustig ist, dass es halt relativ ähnlich ist. Ja, auch nicht mit Tool und dann ja. J350. Also die sind wohl original und hier steht auch Patent. Patent. Was auch immer. Aber ich glaube, da hat wo einer mal, was weiß ich, mit Silikon die Druck, die Presse irgendwie abgegossen, heimlich am Wochenende und ist wieder nach Hause gefahren. Auch von unten. Auch. Jo, echt 1:1. Bloß die Plakette ist auf der anderen Seite so da. Ja. Ist das auf der Seite? Selbst der Verschluss ist. Ne? Ja. Aber die haben sich einfach nicht getraut, das Ding in Pink zu machen. So, Schon geil. So eine Box. Irgendwie. Genau, jemand schreibt Pink für den Laser natürlich. Hm. Ja, eine andere Kollegin, die will alles in Pink haben. Für genau. Für die wäre das die Arsch auf einmal. Der habe ich neulich eine Parkscheibe in Pink mitgebracht. Ehrlich? Ja. Hat es irgendwie im Sonderpostenmarkt eine Parkscheibe gesehen, okay. In Pink. Ich warte auch immer auf den Tag, bis hier nach hierhin kommt und das Auto auch pink ist. Also so pink folieren lässt oder so. Ja. Mit dem Drucker kannst du dir eine CNC drucken. Ja, man kann natürlich... Oder du musst damit auf die Baustelle gehen. Das wäre auch safe. Oder jetzt zum Beispiel hier so die renommierten Hersteller wie Bosch oder Metabo oder Makita, die müssten was in Pink bringen. Wobei von Makita gibt es ja einen Pink. Pinkfarbenen Akkuschrauber. Den DF333D, also diesen kleinen da, ne? Ja. Ich glaube, der ist das. Ich glaube, der oder der, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder gab es nicht sogar mal zwei? Teilweise gibt es die auch mal in Schwarz oder jetzt. Einer von denen, ich glaube. Boah, nee, ich glaube, ich weiß, ich bin gerade echt nicht sicher. Aber ich glaube, der hat sich ziemlich gut verkauft tatsächlich, auch wegen der Farbe. Ja. Weil sich die Leute entweder halt immer gerne so aufs Korn nehmen und dann halt ihren Kollegen oder ihren Angestellten das schenken. Ja. Auf jeden Fall, ich würde das als Hersteller auch machen. Ja. Apropos, hat sich gut verkauft. In Parkside Performance 12 Volt hatten wir euch angekündigt. Hatten wir, glaube ich, angekündigt für den 8.4., das war unsere Info. Und ich glaube, an dem 8.4., noch kurz danach, kam der wirklich online, war aber innerhalb von ein paar Stunden wohl ausverkauft. Heute habe ich eine Mail gekriegt, irgendwie auf Insta, der wäre jetzt wieder im Shop verfügbar. Die haben aber tatsächlich auch Probleme. Siehe Suezkanal etc., pp., dass Lieferketten problematisch sind. Und ich habe jetzt von mehreren Firmen auch gehört, dass es teilweise ja auch umgekehrt ist, dass auch beispielsweise jetzt Schrauben. Bauholz auch. Bauholz, ne? Diese ganzen Sachen, da entstehen natürlich, sag ich mal, Zusammenhänge oder Effekte, die sind nicht so geil. Ja, wir haben ja noch hier die Motorsägen, zum Beispiel noch auch vom Parkside, wo wir noch einen Ausdauertest mitmachen wollen und mit der neuen Stiel halt auch. Und dann haben wir halt Holz bestellt, habe ich letztes Mal einfach hinterhergerufen, weil einen Teil der Lieferung haben wir schon bekommen, also nicht von dem Bauholz, sondern einfach Plattenwerkstoffe. Und da habe ich nachher gesagt, ja, wir waren bis zu 3 Monate auf Bau. Also das ist einfach 10 auf 10, ne? Ja. Also das ist halt nichts Besonderes, das ist kein KVA, sondern einfach nur Fichte 10 auf 10. Aber der sagt auch so, ja, wir kriegen es einfach nicht. Da habe ich mal ein bisschen nachgeguckt und dann, ja, ist es halt überall so, in ganz Deutschland wohl so, dass auch teilweise auch Zimmereien etc. auf den Baustellen da stehen, einfach gar kein Bauholz haben, die Arbeit gar nicht richtig machen können. Klar, ich denke mal, der ein oder andere Zimmermann wird da jetzt draußen vor dem Bildschirm sitzen. Vielleicht kann er mal so einen kleinen Text dazu schreiben, dass es wirklich halt so, so arg ist. Aber ich kann mir das ja schon vorstellen, dass halt auch wirklich auch die Preise dementsprechend angezogen wurden. Ne? Ja. Weil das einfach gerade nicht so einfach zu bekommen ist, Holz. Wobei man ja auch sagen könnte, die ganzen Stubenschäden haben wir in Deutschland. Da müsste eigentlich hier und da so ein bisschen der eine oder andere Festmeter noch da sein. Aber das ist wohl so, dass das komplett ja, exportiert wird. Echt? Mhm. Krass.
und das ganze Baus, was hier verarbeitet wird, zum Großteil einfach Importware ist. Ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel um Plattenwerkstoffe geht, da könnt ihr ja mal schreiben, die aus dem Bereich kommt, sei es Holzhandel oder jetzt auch Messebauer oder Ladenbauer. Oder generell einfach weil, auch oder Tischler etc., die einfach damit arbeiten müssen. Genau, ne? Denn zum Beispiel hier Messebau oder Ladenbau, das ist ja auch momentan, also Messebau ist ja im Prinzip komplett nichts mehr. Ja. Und wenn du sonst an Messen denkst, die haben ja, also die benutzen ja Plattenwerkstoffe für die Messestände und so weiter oder auch Ladenbauer. Da geht gerade nicht viel, ne? Nee. Ja, Simon Pavel schreibt, unser Baustoffhändler hat die Preise um fast 30% angehoben. Boah, das ist heftig. Das ist schon krass, ne? Und das ist ja generell alles schon so immer arg zusammengerechnet, ne? Gerade der Bauherr jetzt mit seinem Kohle, mit seinem Budget, dass dann solche Sachen einfach das komplett rausschießen oder auch die ganzen Ausschreibungen von den Handwerkern, ne? Das ist manchmal richtig hart auf Kante genäht, ne? Sodass auch wirklich der Handwerker und die Betriebe gar keine wirkliche Chance noch haben zu agieren, also so preislich, ne? Dann fallen die direkt ins Minus rein. Ne? Und ja. Gerade jetzt ist das, ich will gar nicht wissen, wie die Leute da manchmal rechnen müssen, beziehungsweise auch wirklich hart in die Tischkante beißen müssen, ne? Weil das einfach so krank ist. Ja, wir hätten auch das Problem, warte mal, da ist einer. Ja, Holzriesiger, ich warte jetzt seit 4 Wochen auf meine Holzbalken, für mein Fachwerkhaus extrem nervig. Ja, wir haben ja neulich auch mit dem Sägewerk gesägt. Leute können ja nochmal auf Insta vorbeigucken. Da habe ich eine Highlight-Story, wie ich ein Lowboard gebaut habe über Ostern hier in der Werkstatt. Und da hatten Leute tatsächlich gefragt, ob das die Eichenbohlen waren oder die Bohlen, die wir aufgesägt haben. Aber das war ja noch nicht abgetrocknet. Das, was ich da verarbeitet habe, war wirklich quasi bei meinem Opa aus dem Garten. Und das hat jahrelang gelegen, ne? Das ist aber selbst gefällt und damals mit einem mobilen Sägewerk in Bohlen verwandelt. Also quasi das, was sie gemacht haben, bloß ein bisschen in der Vergangenheit. Genau, oder halt quasi mit dem Fluxkompensator quasi eingeschaltet. ja, Timo Noll, bin Dachdecker und wir können auch nur mit Holzrestbeständen aus dem Lager arbeiten, da es ewige Lieferzeiten hat. Und wenn es doch mal was gibt, dann kostet eine Dachlatte 95 Cent der Meter statt sonst 8. Das ist natürlich krass. Boah, ja, ne? Das muss ich mal überlegen. Ja. Das ist so eine Kackdachlatte einfach nur, ne? Wobei, ein kleiner Insider, ne? Wir haben noch ein paar Kubikmeter Holz liegen, ne? Wo? Ach so. Ey. Ja, also, die sind noch nicht freigegeben von der Staatsanwaltschaft. Aber, wir könnten aber vielleicht helfen, indem wir sagen, okay, Leute, schenkt euch KVH für eure Projekte. Wir hätten noch Kieferbohlen, also Baumarktbohlen. Die sind allerdings leicht perforiert. Da könnten wir noch ein paar, also kleiner Scherz aus unserem Ausdauerschraubtest, haben wir die ganzen Kieferbohlen. Und in so einer Kieferbohle sind ja meistens so um die 1000 Schrauben drin. So, ja, will man, ja. Also 800 bis 1000. Genau, das passt. So um den Dreh. Und was zahlen wir für so ein Paket 500 Schrauben? 30 Euro. Da bist du der. So um den Dreh. Das mal bestellt. Das will ich auch so ein Dreh. Ja, so. Haben wir nicht noch? Nee, hatten wir letztens. Ja. Das heißt, wenn wir so einen Ausdauertest gemacht haben, dann haben wir dafür 50, 60 Euro Schrauben drin. Und die bleiben auch drin, weil da jetzt 3 Stunden jemand hinsetzen, das ist ja von den Lohnkosten höher, als wenn ich die zum Beispiel einfach liegen lässt. Und da schrieb neulich jemand auf Insta, genau, hat er auf Insta geschrieben, er hätte eine Idee, wir sollten beim Ausdauerschraubtest die so Abstände einplanen, immer so ein Zentimeter zwischendurch auf 30 oder so. Und dann könnten wir mit der Kappsäge einfach die kürzen und könnten in den Ofen schmeißen. Und dann könnten wir die Schrauben rausfegen. Ach so. Aber, ja. Das finde ich auch ein bisschen schade. Weil die Schrauben kannst du im Prinzip dann, die sind aber ausgeglüht, die kannst du dann vergessen. Und ich denke immer so, ne, Thema Flohmarkt, wenn mal wieder einer ist, dass man vielleicht Leuten so eine Bohle mitgibt. Das wäre ziemlich witzig. So, dann machen wir so ein Loch rein und dann noch irgendwie so ganz geckig so ein Kabelbinder durch und an den Kabelbindern haben wir so einen Schlüssel drin. Dann können wir sagen, hier ist ein Schlüsselanhänger. Und dann laufen wir mit so einer 2-Meter-Bohle so durch die Gegend. Ja gut, da könnten wir so kurz auf einen halben Meter. Ja, oder, dann läuft es dann immer noch so ein bisschen komisch. Mhm, das können wir echt machen. Ja. Oder eine Wandverdeckung wäre halt auch cool, ne? So für die Werkstatt so und dann immer so schön so mit Schildchen draufschreiben, welche Akkuschrauber das waren und wie viele Schrauben der dann gemacht hat. Ne? Ja, stimmt. Das ist wie so eine Trophäensammlung beim Großwildjäger. Bloß, wir haben, glaube ich, jetzt so viele Bohlen und so wenig Wandfläche, dass wir das, glaube ich, gar nicht alle zeigen können. Nee, never. Nee. Ja, vielleicht die Rekordbohle oder Lesers erste Bohle. Ja, gravieren wir mal so eine Messingplakette. Ich wüsste das gar nicht mal, was mein erster Ausdauertest war, welche Maschine.
Ja, das kann man ja nachgucken. Das weiß ich gar nicht, wüsste ich auch nicht. Also das längste war auf jeden Fall der 12 Ampere schon Akku von 2000 ungefähr, ne? Mhm, das war der längste. Ja, und dann, boah, beschissenste, boah, weiß ich nicht. Also Festo C18, weil das war schon nicht so geil. Krass hier. Der Würger vom Lichtenmoor, schöner Name übrigens. Wir haben Teile unserer letzten Brennholzfuhre zu 150er Balken aufgesägt, weil wir sonst nichts mehr hatten. Krass. Das muss ich echt mal überlegen, ne? Und wir sprechen ja nur über Holz. Es ist ja eigentlich, keine Ahnung. Und dir sagt auch einer, dass das Problem ist, dass das Sturmholz aufgrund der geringen Qualität nicht als KVH-Holz verwendet werden kann. Und ich muss ja auch zu meiner Schande gestehen. Ich muss hier gerade mal was sortieren. Also Grüße gehen raus an unsere Moderatoren. Ich sehe so ein bisschen Spam. Ich war letztes Jahr im Harz mal 3 Tage Motorrad fahren. Mhm. Und da ist ja viel Wald. Ja. Und mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass viele Waldflächen abgeholzt waren. Aber die haben da auch Probleme, glaube ich, gehabt mit Holzschädlingen oder so, also massive Probleme. Aber ich bin da erstmal so unbedarft durchgefahren, dachte, ja, okay, die Fläche ist gerade gerodet worden oder so, ne? Ja, also generell der ganze Forst ist kaputt gegangen durch den ganzen Käfer. Aber was auch interessant ist, boah, wo war das denn? Ich habe, glaube ich, schon in einem Video erzählt, ich glaube, das war auch in dem Metabo, und das habt ihr noch nicht gesehen, da habe ich meinem Papa geholfen, so ein Carport. Er hat irgendwo bei eBay Kleinanzeigen, hat er irgendein Carport geschossen, dann soll ich da hinkommen und dann habe ich das abgebaut. Und das war irgendwie in Nähe Köln und da war es halt auch so ein bisschen bergig, diese Landschaft. Und da war das halt auch so, dass gerodet haben und die Firmen, die das machen, die kommen alle aus Österreich. Weil die da wohl am besten so das bessere Know-how haben, Holz zu schlagen in Gehänge etc. Ja, und auch die ganzen Maschinen dafür haben. Also deutsche Unternehmen haben das gar nicht so viel. Das kommt echt alles nur aus Österreich. Ja, ja. Auch kurios, wir oder? Wir haben mal ein Video gemacht, da müsst ihr mal in das Archiv gucken. Ich glaube, das war im Rahmen des Baumaschinenkalenders, da hatte letztens jemand gefragt, ja, mach doch mal einen Harvester. Da habe ich auch irgendwie geschrieben, glaube ich, unter das Video als Kommentar, ja, das Video gibt's schon. Ihr müsst mal gucken in den alten Videos. Da gibt es so Videos von einem Harvester und auch einen Schreitbagger. Und da war ich, glaube ich, boah, das war ein Zell am Ziller oder so. Und da hatten die auch... Menzimuk, ne? Die hatten einen Kaiser SX90, hieß der, glaube ich. Okay. SX auf jeden Fall. Also das sind diese Schreitbagger, die im Prinzip ja quasi so im Hang. Da kannst du, glaube ich, jedes Bein einzeln ansteuern. Ne? Genau, und wenn du halt so bist im Hang, dann hast du noch eine Winde, mit der sicherst du dich. Und das Coole ist bei diesen neueren, wenn du jetzt zum Beispiel dich irgendwie bewegen willst, dann sind viele Bewegungsabläufe für diese ganze Kinematik sind quasi halb automatisiert, also einprogrammiert. Ah, ja, okay. Und bei den ganz alten war das wirklich, du musstest alles händisch machen. Das sind schon genau heftige Experten, ne? Wie bei den Baggern früher, ne? Die hatten ja keine Joysticks ganz früher, sondern die, zum Beispiel die Poclan-Bagger, die hatten so ein Klavier. Da hattest du quasi für jede Funktion, meinetwegen Arm senken, hattest du einen Hebel. Ah, okay. Und dann kam Ausleger und Löffel, ein Hebel. Und wenn du versierte Baggerfahrer hattest, also die das dann gemacht haben, die hatten das eigentlich dann alle so drauf, die haben dann so Klavier gespielt. Also die hatten dann ihre Hände und haben dann den hier so gemacht. Echt? Und das hat total, also das siehst du ja heute nicht mehr, aber als Kind kann ich mich noch dran erinnern. Und es ist auch schon Handwerk so, ne? Aber die Hersteller gingen da auch immer darauf hin, das alles so einfach wie möglich zu machen und so sicher, dass man halt einen einfachen Plan umziehen kann, immer die gleiche Böschung ziehen kann vom Winkel etc. Aber ich glaube schon, dass es cool ist, wenn du das echt so ganz, echt noch, es ist ja quasi ein Handwerk, oder? Auf jeden Fall. Ja, wenn du so Bagger fahren kannst oder ihn bedienen kannst. Also ich kann im Prinzip jede Baumaschine bedienen, aber ich würde nie sagen, dass ich jetzt Bagger fahren kann, weil spätestens, wenn du wirklich einen Feinplan mal abziehst und da jetzt wirklich nicht jede Stunde, also jede überlegen muss noch so, sondern du es einfach machst. Ich kann schon einen Plan umziehen, aber das wird nicht besonders gut. Aber, okay. Also hier so einen Keller ausschachten oder sowas, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Aber wo ich immer Respekt habe, ist Raupen fahren, also mit einer Planierraupe. Ah, okay. Weil es gibt ja das DL-Video von Jean-Pierre und mir, wie wir mit der DL da durch den Dreck wühlen. Da muss ich letztens noch dran denken. Das hat echt riesen Spaß gemacht. Aber du haust den Schild, haust du runter und dann gräbt er sich halt auch ein, wenn du einfach nur nach unten machst. Hm. Oder das Ding bleibt stehen, weil du denkst vielleicht, oh, DL kannst du alles mit wegschieben, nichts hält dich auf. Nee, also wenn du einfach so runter machst, irgendwann ist auch dann keine Traktion mehr. Und wenn du das nicht richtig raus hast, dass du den Schild immer so levelst,
dann hast du nachher den hier. Und das ist lustig, weil du schiebst nach vorne und bist total stolz. Aber du guckst ja nach hinten und dann siehst du, ach du Scheiße. Nee, du brauchst gar nicht nach hinten gucken, weil du fährst ja wieder zurück. Ja. Und dann machst du den. Also, und dann, ja, okay. Und dann fährst du gerade teilweise auf so einer Kuppe. Ja, okay. Und dann kommt ja irgendwann dieser Kipppunkt und dann knallst du voll runter. Und bei der D11 geht das sogar noch. Aber ich bin ja auch diese D3 gefahren, diese kleine, ey. Mhm. War sehr lustig. So, Manuel Socher, willkommen zur Kanalmitgliedschaft. Mhm. Jungs, ich bin euch noch einen Community-Livestream schuldig. Ich bin aber im Perfektionswahn mal wieder hingegangen und habe das Livestream-Studio so dermaßen aufgepimpt, dass ich jetzt irgendwelche Tonprobleme habe mit dem Sound-Interface. Und jetzt habe ich mir wieder Abhilfe besorgt und muss das alles noch installieren. Weil der erste, den ich gemacht habe, war eigentlich nur so eine Trockenschwimmübung. Ich wollte einfach mal anschalten, mal gucken, nach 5 Minuten wieder ausschalten und dann klappte das aber. Aber ich habe jetzt mittlerweile noch einen zweiten Bildschirm, damit ich quasi euch was zeigen kann und aber den Stream auch gleichzeitig sehe. Und ich habe zum Beispiel alte Baumaschinenprospekte aufgetan, organisiert. Da können wir da mal zusammen ein bisschen rumgucken. So, Sven Kleiner schreibt, könntet ihr euren archivierten Videos eigentlich mal aussagekräftige Titel geben? Lidl versus Bosch versus Metabo, bla bla bla, sind nicht wirklich hilfreich, wenn man nach bestimmten Geräten oder Themen sucht. Da kann ich dir zustimmen, aber die Frage ist, wer soll das machen? Wir haben auch noch andere Projekte, zum Beispiel im Prinzip mal eine Liste zu machen mit allen Maschinen in jedem Video, was man da mal abrufen kann. Aber das ist eine Sache vielleicht mal für einen Praktikanten oder für jemanden, der vielleicht genau diesen Bereich bei uns noch ein bisschen betreut. Da kann sich auch jederzeit jeder gerne melden, wenn er meint, er könnte uns hier noch unterstützen. So, dann, was sagt ihr zu den 5,5 Amperestunden Pro-Core-Akkus, ob die sinnvoll sind? Sind auch 21700er Zellen, aber es gibt mittlerweile Zellen, die eben mehr Kapazität haben. Wir haben keinen 5,5er in der Werkstatt hier, ne? Nee, von denen haben wir noch nichts. Ich glaube, der 5,5er ist okay, weil es gibt ja teilweise Akkus. Ich weiß nicht, ob es bei dem 10 Amperestunden Metabo auch so ist. Aber bei dem 6 Amperestunden Bosch war das ganz klar so, dass dieser Akku zwar eine höhere Kapazität hatte, aber zu Lasten der Power, also zu Lasten der C-Rate, also der Entladerate. Ich sag mal, der Standardakku, meinetwegen der 5 Amperestunden Akku hatte dann vielleicht Zellen, jetzt nur exemplarisch, die konnten 10 Ampere liefern, dauernd oder 15, und der 6er konnte dann nur 10 liefern. Und ist im Prinzip immer je nach Anwendung. Wenn du jetzt einfach einen Akkuschrauber gehabt hast auf dem Dach und du wolltest da deine 1000 Schrauben safe rausballern, dann war das wahrscheinlich eine gute Wahl. Aber wenn jetzt zum Beispiel einen Winkelschleifer, wo die Power wirklich benötigt wird, dann hat sich dieser Akku zum Beispiel auch dadurch ausgezeichnet, in Anführungsstrichen, dass er relativ warm geworden ist, weil natürlich der Akku ein ganz anderes Stresslevel hat. Und apropos Akku, ich habe es jetzt leider nicht dabei, fällt mir jetzt spontan ein. Meine Freunde von der Stiftung Warentest haben wieder Akkugeräte getestet, und zwar Rasenmäher. Und ich bin am Kiosk vorbeigegangen oder im Supermarkt und habe gesehen, okay, Akku-Rasenmäher, kaufst du dir mal direkt, und war natürlich neugierig, wie es diesmal aussah mit der Bewertung der Akkus. Und ich habe zu meinem Erstaunen festgestellt, dass Makita diesmal nicht abgewertet wurde, meine ich. Also die haben aber diesmal, glaube ich, auch keinen Ausdauertest oder keinen Lifetime- oder Lebensdauertest für die Akkus gemacht. Was ja dann auch komisch ist, wenn auf der einen Seite werden Akkuschrauber getestet, da ist dann, wenn der Akku so lange nicht hält, ich glaube Bosch war das, dann ist es ein K.O.-Kriterium, und da haben sie es jetzt gar nicht getestet. Dachte ich Obwohl auch. Obwohl das ja Maschinen sind, die eigentlich auch die Akkus richtig... Genau, da ist natürlich Leistung gefragt, aber was ich gut fand, ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob das auch so ein bisschen aus der Anregung unserer beiden Videos kam, dass jetzt angegeben wurde, mit welchem Ladegerät geladen und getestet wurde, weil das war ja sonst auch so ein bisschen intransparent. Matt610, willkommen als Kanalmitglied, das freut uns, und Angelo, auch Kanalmitgliedschaft. So.
Der 5.5-Akku hat zwei Gründe. Er kann den gleichen Strom liefern, aber zu einem günstigeren Preis. Und zweitens kann er ins Flugzeug mitgenommen werden, da er unter 100 Wattstunden liegt. Ja, aber das kann tatsächlich sein. Bernd, André kennt sich an der... Kennt sich mit Akkus aus? Ja, mit Akkus... Aber ein Vierer kannst du ja dann auch mit ins Auto nehmen. Ja, aber es geht ja darum, dass du die Leistung hast wie der Achter, weil der Fünfer ist zweireich. Ja, klar. Und der wird wahrscheinlich zweireich sein, ja klar. Und, ne? Und wenn du zwei Reihen hast, dann kann jede Reihe meinetwegen 20 Ampere liefern, dauerhaft, und deswegen kannst du mehr Strom abliefern. Und mit den Akkus bin ich generell schon lange verwandelt mit dem Thema Akku. Vor allen Dingen auch vor der Werkzeugzeit schon, weil ich früher auch immer Modellbau gemacht habe und auch hier Drohnen gebaut und so. Und da musst du dich halt natürlich noch viel, viel mehr mit dem Thema Akkus befassen. Da hast du keine, in der Regel hast du da keine Lithium-Ionen oder Lithium-Ionen, sondern Lithium-Polymer-Akkus. Und da hast du ja nicht so eine Turnkey-Lösung. Also einfach, du hast einen Akku, steckst in ein Ladegerät, fertig. Sondern du hast ja im Prinzip die einzelnen Zellen, die haben dann so einen Schrumpfschlauch drum. Ja. Das sind entweder Rundzellen oder so Pouchzellen, so Flachzellen. Und du hast immer einen Balancer-Anschluss, weil wenn du einen Lithium-Polymer-Akku überlädst, dann hast du richtig Freude. Dann geht nämlich der Akku kaputt bzw. explodiert. Und deshalb musst du wissen, was ist eine Ladeschlussspannung, was ist ein maximaler Ladestrom, den ich für diesen Akku nehmen kann, was ist Pro-Kontra-Schnellladung, und du musst die Zellen gegebenenfalls balancieren. Oder eigentlich machst du das immer. Du kannst aber noch sagen, okay, balanciere ich jetzt langsam, um den Zellen wirklich Zeit für den Ausgleich zu geben, oder machst das eher schnell etc. pp. Und dann habe ich mich ja auch mal vor ein paar Jahren mit dem Thema Solar und Autarkie beschäftigt, sowohl im Haus als auch im Wohnwagen. Und auch da bist du wieder beim Thema Akku, Ladekurven, wie viel Ladestrom brauchst du und so weiter und so fort. Deswegen ist das jetzt per se natürlich nicht Neuland, nur, ich sag mal, die Akkuzellen sind natürlich auch andere. Und wir haben ja neulich mal den Metabo für euch extra aufgeschraubt, um zu sehen, den 10er, was da für Zellen drin sind. Ne? Haben wir noch. Ja. Boah, jetzt muss ich mal was trinken. Ich sabbel die ganze Zeit. Das mach mal. Sabbel du mal. Also ich hatte also dieses Modellauto. Ich hatte damals auch ein Modellauto von Robben oder so. Robbe? Ich glaube, so hieß der Hersteller. Und da hatte ich auch so einen Akku. Ich hatte erst so einen Standard-Akku. Und dann hat mein Vater mir irgendwann mal so einen neuen gekauft. Und der hatte tatsächlich echt mehr Wumms. Aber ich hatte da nie so wirklich geplant von. Es ist ja jetzt eigentlich auch so geil, wie verwöhnt man eigentlich ist jetzt auch mit so einem Ladegerät. Ne? Ist einfach nur Akku rein und dann, Dupi geht die Party los. Ne? Dann wird einfach geladen und du wartest ab, bis das Lämpchen von Rot auf Grün springt und du kannst schon wieder weitermachen. Ne? Ja. Aber das ist ja beim Modellbau, es war zum Beispiel bei den Drohnen oder Multicopter, hat man das früher noch genannt, oder ich hatte Octocopter. Aber wenn du heute den Leuten von Multicoptern, ich habe Multicopter, hä? Also Drohne. Drohne. Ne? Und die wirklichen Multicopter Leute, die kriegen immer Ausschlag, wenn die Drohne hören. Weil Drohne ist ja auch von wegen hier militärischer Drohneneinsatz. Ja. Hat immer so einen, vielleicht so einen negativen. Also ich glaube, damals hatte das wirklich noch so einen negativen Beigeschmack. Aber wenn du heute Leute sagst, ja, ich habe eine Drohne und mache Fotos. Cool. Weiß nicht. Cool. Also ich habe das aber ja schon lange gemacht. Und ich hatte auch mal einmal eine Sache, da war ich wirklich irgendwo auf dem Acker, bin geflogen. Und durch ein technisches Problem ist das Ding wirklich abgestürzt. Hey. Und ist dann in den Acker eingeschlagen und ich habe den nicht mehr gefunden. Also ich habe den nicht sofort gefunden. Der Akku lag halt 50 Meter irgendwo und dann kam irgendwo von 100, 200 Meter Entfernung, war ein Haus. Und dann hat der Typ, der da wohnte, uns gesehen, wie wir da rumsuchten. Ja. Und dann kam er erst an, ja, kann ich euch helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, wir suchen unseren Kopter. Und dann ist der voll abgedreht und meinte, hier Spionage und das dürft ihr nicht und so weiter. Und ich war ja damals auch schon, ich hatte damals schon einen Befähigungsnachweis, den ich mir teilweise wegen der Luftfahrtbundesämter geholt habe, weil je nachdem, du musstest damals Einzelaufstiegserlaubnisse haben. Und dann haben die teilweise gefragt, okay, zeig mal einen Befähigungsnachweis. Naja. Obwohl es kein richtiges Regularium einheitlich gab. Und wir wussten, was wir machen, wir durften das und so weiter. Und der ist voll ausgerastet. Und ja, ich hole die Polizei. Dann habe ich ihm meine Visitenkarte gegeben. Ja, rufen Sie bei der Polizei an. Hier haben Sie meine Daten. Geben Sie gerne weiter.
Und ich hatte tatsächlich in Münster, sind wir mal geflogen, über der Halle Münsterland oder bei einer Messe in der Halle Münsterland. Und dann mussten wir die Ordnungsämter, das Ordnungsamt anrufen und die Polizei anrufen und mussten melden, das war so in den Statuten, dass wir einen Aufstieg machen. Ah, okay. Auch mit Uhrzeit und was dann auch. Genau, also wir mussten einfach die Behörden informieren, dass es jetzt einen Drohneneinsatz gibt. Ja. Und dann haben die, und wir wollten, was weiß ich, 15 Uhr. Ich denke, ganz toll. 15 Uhr meinetwegen wollten wir fliegen. Und dann sagten die, ja, nee, 15 Uhr geht nicht. Und dann dachten wir erst, oh scheiße, irgendwie wird jetzt noch diskutiert, ob das jetzt überhaupt geht oder ob es um 16 Uhr geht. Und dann sagten die, ja, nee, 16 Uhr oder so. Und dann sind wir geflogen und dann kamen da irgendwie zwei Streifenwagen an. Und dann meinte der eine, er hätte vorher noch einen Termin gehabt und er wollte das unbedingt mal sehen. Ach, und deshalb durften wir erst später anfangen. Aber wir waren total nett, ne? Ja. Ja, ist ja der Klassiker. Genau wie die, auch die Polizisten, wenn rote Ampel ist, machen die kurz Blaulicht an, fahren drüber und dann machen wir Blaulicht aus. Ach, das dürfen die. Weiß ich nicht, ob die das hier machen. Das habe ich schon ganz, ganz oft beobachtet. Ich hatte das tatsächlich mal... Ich habe zwei Erlebnisse. Ich habe mal gedreht an der Autobahn und dann kamen Polizisten entgegen und die waren nicht angeschnallt. Das fand ich schon mal. Okay. Also es war, ich habe erst gedacht, war der nicht angeschnallt? Und dann haben wir das Material geguckt, war nicht angeschnallt, die Kollegen. Und dann war ich mal auf einer Sportveranstaltung und stand am Wegesrand, das war Radrennen oder sowas, und da stand ein Streifenwagen. Und dann gucke ich mir diesen Streifenwagen an, so einfach aus Interesse. Dort haben die so für Reifen drauf. Also wirklich aus Interesse. So, und da war der Reifen komplett abgefahren. Komplett blank. Komplett blank auf der Außenseite. Also der Sturz muss total verstellt werden. Aber das ist ja, das passiert ja auch nicht in zwei Tagen, ne? Nee, das ist schon. Und dann habe ich ja mit dem Polizisten so gesagt: Boah, Reifen und so, ne? Müssen wir mal. Müssen wir mal machen, oder? Ja. War der nicht witzig, oder? Oder hat er doch, ja doch, machen wir mal morgen früh. Ja, er war entspannt. Aber ich glaube, er fand das uncool, aber er war noch entspannt. Okay. Ja. Ansonsten habe ich mit... Bist du noch mal Helikopter geflogen? Aber das fand ich auch... Ich habe nie viel Modellbau gemacht, aber ich fand halt immer cool, die Leute, die Helikopter geflogen sind. Ja, Helikopter fliegen... Also diese Modellbau-Helikopter, weißt du? Ist ja quasi ein Multikopter. Ja, ja. Ja, Multikopter ist viel einfacher, weil, weil du hast ja an den normalen Multikopter, du hast vier Rotoren und du gibst Gas rein. Ja. Dann hebt er ab. Und der hat im Prinzip hat er eine Stabilisierung, dass der nicht kippt. Ja, okay. Die Multikopter, die ich früher noch geflogen war, die hatten teilweise erstmal noch gar kein Gyro. Das heißt, die musstest du schon manuell halten. Ja, aber ein normaler Modellflug-Hubschrauber, ich glaube, die gibt es mittlerweile auch mit Gyros, dass die, glaube ich, eigenstabil liegen, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Die sind aber im Prinzip, ist ja ein Helikopter nicht stabil. Mhm. So. Also ein Multikopter wäre auch nicht stabil, aber die haben immer diese Flugkontrolle, diese Flight-Controller, die das dann regeln. Ne? Das ist ja eigentlich schon ein Wunderwerk, dass das funktioniert. Aber Helikopter, ja. Ihr müsst mal auf YouTube gucken, wenn euch das interessiert. Da gibt es echt krasse Videos, wie so Leute Kunstflug mit diesen Helikoptern machen und wie die den Helikopter quasi im 3D-Flug wirklich so immer switchen. Und da, also das... Nicht mal selber aber mir wäre das zu langweilig. Auf Dauer. Weißt du, du bist dann irgendwann so ein Grad, da weißt du, okay, ich kann das jetzt. Ja. Und dann? Dann fährst du jedes Wochenende auf den Modellflugplatz und machst wieder das. Also ja, aber vielleicht ist es, keine Ahnung, ist ja dann jedes Hobby so, genau wie, weiß ich, Angeln. Fängst ja auch nicht jedes Mal einen Fisch, aber schmeißt immer wieder da Dinge da rein. Ja, stimmt, aber kannst du jedes Mal essen, oder? Ja, weiß ich nicht, aber... Oder Angeln? Nils, du angelst doch, ne? Warum angelt man? Ist Angeln nicht auch eigentlich Entspannung so? Ja, auf jeden Fall. Da immer schön nebenbei grillen oder so. Ganz entspannt. Ja. Hier schreibt auch einer, die richtigen Modellflieger haben heute nur Ärger durch die ganzen Drohnen, die heute rumfliegen, weil die jeder fliegen kann. Das stimmt tatsächlich so ein bisschen, weil, das ist mir auch ein Dorn im Auge, weil wir ja auch kommerziell fliegen und es gibt halt viele, die kaufen sich halt so ein DJI-Ding für 500 Euro und legen dann einfach los und haben überhaupt kein Bewusstsein für das Risiko und für die Gefahr. Also ich habe das auch schon häufiger gesehen bei Großveranstaltungen oder so, dann hast du auf einmal da so eine Drohne. Und ich meine, so ein Teil, wenn dir das ins Auge fliegt, ist es ungeil. Dann hast du eine kleine Beeinträchtigung. Vielleicht nicht nur im Auge, je nachdem, wie das Ding da runterballert. Und deswegen, du darfst gar nicht über Menschenansammlungen fliegen. Also durftest du auch früher schon nicht. Und ich bin da auch immer, du musst immer aufpassen, wenn du irgendwo bist, gerade Messen oder so, habe ich nachher auch
wirklich nur noch auf abgesperrtem Gebiet, weil dann hast du Leute und dann sagst du, okay, 20 Meter hier Abstand beim Starten und dann hast du so Leute mit Kindern, hier, geh mal hin gucken. Zum Onkel, geh mal gucken und dann läuft ja da so, also das ist tatsächlich ein bisschen ungeil. Ja, und mit Jets ist auch krass, was manche drauf haben. Ich habe gesehen, dass, jo, Kollege, dass Kollege Krämer sich ja gerade eine RC-Jet-Turbine besorgt hat. Ach, für einen Rasenmäher, ne? Für einen Rasenmäher, glaube ich. Und ich habe ein Video gesehen, wo so ein Typ das auch an einen Kart baut. Und das Ding, also es ist ja immer, was habe ich letztendlich für eine Schubkraft, ne? Aber das, was der da am Kart hatte, damit ist der schon echt derbe abgegangen. Wobei ich mich frage, wie so das Ansprechverhalten ist, wie die Leistung umgesetzt wird. Ob das wirklich schlagartig geht, weiß ich nicht. Aber eine Turbine ist ja, keine Ahnung, so ein Raketenstart ist ja immer so eine kontrollierte Explosion. Dann geht's ja direkt los. Ne? Das wird ja ähnlich, ja, weiß ich nicht. Keine gute Frage. Ja. Aber es gibt auch diese... Schreibt, was hat das mit dem Titel hier zu tun? Unsinniges Gequatsche. Ja, genau, das ist es ja. Wir haben den, hast du den Disclaimer nicht geguckt oder weißt nicht, was ein Livestream ist. Ja, Jetfliegen ist auch. Oder dieses Drohnenrennen, das kennt bestimmt Nils, oder? Ja. Meine, das ist alles, das ist aber auch anders krank. Ja. Wie schnell ist so eine Drohne? Gefühlt 500 km/h. Was? Eine Drohne? Ja, also es gibt irgendwas. Drohne? Irgendwas von Red Bull so und dann fliegen die einfach rennen. Aber durch was für Parcours die fliegen, das ist unnormal. Also stehen die da so und dann blitzschnell und dann alles dunkel und die Dinger haben auch nur irgendwelche LEDs und du siehst das Ding halt, du siehst einfach nur so ein Lichtblitz, der einfach da durchfliegt. Ja. Ne? Und dann aber immer so richtig, richtig haarscharf fliegen um die Ecken und boah. Ich bin früher auch FPV geflogen. Und damals war das so, dass die ersten so Drohnen hatten, die auch irgendwie 100 flogen. Weil das Problem ist ja, der Anstellwinkel, ne? Du musst ja... Ich habe das nur einmal gesagt. Also ja, du musst ja, das Ding muss ja quasi in der Luft bleiben und Vortrieb machen. Ja. Und ich bin mal so durch so Kanalrohre auf dem Acker geflogen. Also da hast du ja teilweise diese Kanalrohre, die halt zwischen den Äckern so für Entwässerungsgräben oder so. Und durch sowas durchfliegen, das ist schon geil. Aber ja, auch dann kannst das einigermaßen... Aber das ist schon wahr, ne? Was die letztendlich da machen bei den Red Bull-Rennen. Das ist schon krank. Ja. Das ist ja echt krank. So. Der Ofen. Thomas Hess, habt ihr einen Termin für den Bosch 12 Volt Exzenterschleifer? Haben wir nicht. Dann fragt jemand, ob wir mal im Kfz-Bereich Handwerkzeuge, Stableuchten etc. testen. Ja, ich habe auch gerade so ein bisschen was in der Planung in Sachen Auto und Motorrad, aber das liegt natürlich auch noch an den anderen Kollegen und natürlich jetzt auch hier wieder mit Pandemiesituation ist das ja auch alles nicht so prickelnd, immer noch nicht, und wir haben aber smarte Werkzeuge. Schon wieder ein paar Sachen und da sind auch ein paar Sachen aus dem Kfz-Bereich, zum Beispiel hier sowas. Oh, warte. Ja. Hier ist noch eine kleine. Genau. Altes Thema, kennt ihr auch schon von uns, diese Magnetschalen, gibt es ja auch von HZ, sowas beispielsweise, ne? So Kfz-Tis haben das oft so an der Hebebühne kleben und das Schöne ist natürlich, das Ding kannst du irgendwo lassen, weil es irgendwo anhaftet am Werkstatt war, gut, so macht es vielleicht nicht Sinn, obwohl du kannst sie ja natürlich, wenn die Schrauben metallisch sind, wenn du jetzt nicht unbedingt VA hast. Relativ einfache Kiste, kostet ein paar Euro, ne? Und ja, ansonsten habe ich gerade auch wieder relativ viel Makita eingekauft, ein paar lustige Sachen. Eine davon steht hinter mir. Die Makita Akku-Kühlbox. Kannst du mal hier hinstellen, oder? Dann können wir die rübersetzen, zu zweit. Ja. Ist denn hier noch Platz? Da müsste ja die pinkfarbene Werkzeugbox weg. Zu zweit. Da ist noch ein bisschen was drin, ne? So. Ja. Hatte ich euch schon mal kurz auf Insta gezeigt mit so einem Kurzvideo. Da hatte ich sie gerade ausgepackt. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu meint, so im Chat. Oder generell, ob man eine Kühlbox braucht auf der Baustelle, ne?
Ja, ach, Kühlbox, also wenn ich auf dem Bau war, da war im Sommer immer Kühlbox irgendwie am Start. Aber wir hatten das nie. Ne? Also ich hatte das nie. Ich glaube, der Geselle hatte das, aber der hatte so eine ganz, ganz einfache, weißt du, wo man immer nur diese Kältepacks da reinpackt. Ja, aber, ja. Ja, sag ich, also jetzt keine elektrische Kühlbox, aber so eine passive Kühlbox hatten wir im Sommer immer, ne? Also gerade in der Kampfmittelräumung da irgendwie auf dem Acker oder so, da, und was ich damals hatte schon, war eine thermoelektrische Kühlbox. Die konntest du dann im Auto schon mal anschließen. Aber ja. Also die Dinger, die Metabo hat zum Beispiel auch gerade eine Kühlbox. Ich weiß nicht, ob es mit Akku ist. Kann sogar sein. Ist aber auch eine thermoelektrische mit einem sogenannten Peltier-Element. Die können in der Regel auch wärmen und kühlen. Aber meistens so um den Faktor 20 Grad unter Umgebungstemperatur. Und wenn du jetzt 30, 35 Grad hast, dann ist klar, dann bist du irgendwie vielleicht auf deine 10 Grad Innentemperatur. Und wenn du jetzt den Fall hast, dass zum Beispiel das Ding im Auto ist oder so, oder die Sonne ballert da einfach noch drauf, dann kommst du da eigentlich gar nicht mehr mit klar. Und das hier ist eine Kompressor-Kühlbox, die auch gerade jetzt nicht läuft, ne? Weil es ist relativ ruhig. Wenn die läuft, hört man die auch. Und die Frage habe ich gerade gesehen. Kühles Bier ist wichtig. Die Frage, die ich gerade gesehen habe, ob wir die noch mal vorstellen. Die werden wir vorstellen. Wir sind aber gerade im Test und testen gerade einmal hier die Betriebsdauer mit den 5 Amperestunden Akkus, die ich extra auch noch mal gekauft habe für diesen Test, damit die gleich alt sind, gleich neu. Beziehungsweise auch 6er, ne? So. Und wir haben nochmal aus Spaß Nachbau Fake-Akkus mit 6 Amperestunden. Das ist dann vielleicht nochmal ganz interessant, wie die Fake-Akkus performen. Ja, und grundsätzlich kann ich euch vorab schon mal sagen, ich würde sie nicht kaufen, weil sie uns relativ schnell enttäuscht hat. Denn es ist ja immer, you get what you pay for. Und ich habe die mit Preisvergleich oder so, ich glaube 530 Euro hingelegt. Und da hätte ich ein bisschen mehr für erwartet. Denn die wirkt nicht geil verarbeitet. Also gerade dieser Deckel, das ist so ein Plastikbomber, ne? Das ist echt. Also, ich habe mich echt gewundert. Dann auch dieser Griff hier. Du kannst die jetzt quasi, ne, wie so ein Trolley hinter dir herziehen. Aber dieser Griff ist ja auch relativ kurz. Dann ist das auch nicht arretiert. Also das schwängelt hier so ein bisschen rum. Auch der Griff billig. Dann die Scharniere hier. Auch. Also ja. Nicht geil. Und das geil. Ist ja auch nicht so geil. Na gut, das ist aber bei Kühlboxen relativ Standard. Das ist ja, ein Cupholder. Ein bisschen tiefer. Ja, haben die aber alle komischerweise. Also, da denke ich auch, okay. Aber hier ist ja noch was drunter. Das heißt, wenn du jetzt hier wirklich einen Cup holst, dann hältst du ja nicht im Bauraum. Und hier wiederum im normalen Deckel ist ja die Isolierung. Ja, ja. Also, obwohl das ja auch Sinn machen würde, weil dann hast du hier eine Kältebrücke und im Cup holst, dann hast du dann immer dein Getränk nochmal gekühlt. Und was mich dann so ein bisschen von den Socken gehauen hat, war, du kannst hier die Temperatur einstellen. Und ich habe diverse Kühlboxen gekauft, um euch auch mal einen Vergleich zu zeigen und Alternativen aufzuzeigen und mal ein paar Ideen, wie man im Prinzip das viel besser machen kann für weniger Geld. Also auch Autarkie mit Akku und so. Und bei allen Kühlboxen, die ich bisher in meinem Leben gehabt habe, konntest du die Temperatur regulieren. Wie regulierst du Temperatur? 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, Minus, Plus. Und hier ist es so, du kannst einstellen 10 Grad, 5 Grad, 0 Grad. Ja, dann kannst du noch gefrieren, kannst du auch. Also die Kühltruhe kann gefrieren. Und du kannst, was ganz interessant ist, das können die meisten Kühlboxen nicht, die meisten Kompressor-Kühlboxen, du kannst hier warm machen. Aber auch da hätte ich jetzt gedacht, okay, 40 Grad oder 60 Grad, du kannst 55 und 60 Grad einstellen. Also, und, dazwischen gibt es ja, nichts. Dazwischen gibt es nichts. Dann hat sie einen. Ja, die Rollen sind auch ein bisschen billig. Ne? Dann hat sie einen Flaschenöffner. Das rumpelt drin. Ja, und die Rollen sind. Ist nicht geil, ne? Jetzt piept sie. F1. Ah, wahrscheinlich Fehler 1, weil es schräg ist.
Ja, also solche Schräglage. Zumal, also ich denke mal, also es also ist auch Baustelle, denn wir haben auch schon mal die Sustainer etc. getestet und halt auch mal die ganzen Werkstattwagen, also siehe Packout-System von Milwaukee. Und da haben wir natürlich schon sehr, sehr grob getestet, weil wir sie alle vom Dach geschmissen haben, ne? Und sowas ähnliches, ja gut, muss man jetzt mit den Kühlboxen jetzt nicht machen, aber die kriegen natürlich auch schon mal, gerade wenn die im Bulli oder so sitzen, auch schon mal immer ihren Schlag ab, ne? Und vielleicht schleudern mal hier und da hin und her in den Bulli, weil sie dann einfach nicht richtig verladen werden. Und da sehe ich, also jetzt rein so vom ersten Eindruck, da sehe ich nicht, dass die Kühlbox das lange mitmacht. Ja. Und dafür wäre mir dann... Also diese auf jeden Fall nicht. Wäre mir da 500 Euro einfach viel, viel zu schade für. Ne? Und wir hatten die mal hier laufen, aber das war noch nicht official, da hatten wir das nicht gefilmt und so. Und ich habe die irgendwie um 16, 17 Uhr angestellt mit zwei vollen 5er Akkus und die hätte ungefähr 24 Stunden gelaufen. Mhm. Bei, ich glaube, das hatten wir eingestellt, 5 Grad. Ja. Interessanterweise, du kannst, das finde ich dann noch positiv, es sind ja zwei Akkus und die Akkus sind aber zur Erhöhung der Laufzeit. Also die sind im Prinzip parallel geschaltet, nicht in Serie. Das heißt, du kannst sie auch mit einem Akku betreiben. Aber hier war es jetzt nicht besonders warm. Und gemäß dem Fall im Sommer, 25, 30 Grad draußen und du machst das Ding auf 0 Grad. Und das finde ich halt auch bescheuert, weil 5 Grad, also ich mache das ganz gerne so 2, 3 Grad. Mhm. Ne? Eine Limo oder ein Eistee oder sowas. Und hier kannst du es nicht einstellen. Hier hast du 5 Grad oder 0 Grad. Und bei 0 Grad bist du ja teilweise schon am Gefrierpunkt so ein bisschen dran. Also da frage ich mich mal wieder, hat sich Makita dabei gedacht? Und es gibt noch so ein paar Produkte. Und die werden wir euch demnächst nochmal vorstellen. Oder wir werden mal so ein bisschen so einen Blick über Makita-Produkte machen, die aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht nicht dem Makita-Anspruch gerecht werden. Oder vielleicht ist das der neue Anspruch. Ne? Ich, ja, das könnte ich auch sagen. Ich weiß es nicht. Was ich schade finde, dass es aber eigentlich eine coole Idee ist und dass andere Hersteller die noch nicht umsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal denke, stell dir vor, eine Milwaukee Packout-Kühlbox, die dann das auch wär, wirklich so... Das wäre richtig stark, ne? Auf, genau auf diesen System. Von der Grundfläche wird das passen. Ja. Es gibt ja schon eine passive, ne? Ja. Ja. Von der Grundfläche wird das passen, auch mit Alu und so, also richtig rugged, also richtig stabil. Aber ich glaube, das ist mehr eine Tasche, oder? Das ist schon, also wir hatten mal so eine Tasche, die haben wir auch vom Dach geschmissen, das war so eine passive. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob richtig als Packout, aber das wäre halt richtig geil, ne? Ja. Weil das kannst du dann halt auch schön und dann am besten noch irgendwie so von vorne erreichen. Aber das geht halt nicht, ne? Mit einer Schublade. Ja. Weil dann kannst du ja theoretisch ganz unten hinpacken und dann könntest du halt immer die Lade so aufziehen und dann könntest du halt hier dein Essen etc. Schublade gibt es. Gibt es hier von Vaeco oder Dometic. Das wäre ja richtig so, cool. Weil sonst musst du halt immer wieder Kisten abpacken etc. Das ist halt auch dumm so. Ja. Deswegen ist das Radio auch relativ cool. Das kannst du auch einfach mitten irgendwo dazwischen packen und dann schaltest du es an und dann musst du erstmal nicht mehr dran. Problem bei einer Schubladenkühlbox ist nur, das ist energetisch total Blödsinn, weil du machst das Ding aus und die Kälte geht flöten. Ja, ja. Weil das ist ja bei einer Kühlbox an sich super. Deshalb habe ich Kälte auch eine Tiefkühltruhe statt so ein Schrank, ja. Weil du machst die auf und die Kälte bleibt hier drin, ja. Hauptsächlich drin. Ja. Stimmt. Schönes Gösser. Wird noch Zeit. Jetzt wir haben übrigens. Jetzt geht's an, jetzt kann man hören, wie laut die ist. Jetzt hört man das auch. Hört ihr das? Hört ihr das? Ja. Ist relativ leise. Jemand hat auch eben geschrieben, ja, gute Kompressor-Kühlboxen unter 600 kriegst du nichts. Würde ich so nicht sehen. Was zum Beispiel für den Expeditionsmode, also wenn es halt richtig rugged ist, sind die Engel-Kühlboxen sehr beliebt, also Firma Engel, die haben einen Schwingkompressor. Das ist nicht so ein normaler Kolbenkompressor, wie der hier in den Dingern drin ist, oder so ein regulärer Kompressor, sondern das schwingt irgendwie hin und her und ist deswegen stabiler. Aber die sind von der Energieeffizienz nicht so gut. Und wenn ihr zum Beispiel, wie ich im Wohnwagen, komplett autark, Solar, die braucht unterm Strich mehr Strom. Das habe ich auch mal gecheckt. Und ich habe Kühlboxen gehabt von Vaeco, auch China-Kühlboxen. Und die haben sich alle nichts getan. Und das Beispiel, wir haben eine Vaeco, oder ist das schon Dometic, CFX irgendwas. Schweineteuer das Ding, hat 1000 Euro gekostet. Und läuft auch super, aber nach, weiß nicht, 4-5 Jahren ist die Elektronik kaputt. Und das Ding kennt nur noch Vollgas. Reparatur ist irre teuer, ist also unverschämt. Und dann habe ich mal geguckt nach Alternativen, auch tatsächlich dann teilweise hier auf diesen Seiten, wie heißt das hier, Wish oder Banggood oder sowas. Und diese
Kühlboxen, die kommen eh aus China und da gibt es auch andere Marken oder direkt von irgendwie von China Marken, die sehen genauso aus. Da kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass die baugleich sind. Das heißt, da ist jetzt auch kein richtiges brutales Know-how, sondern das läuft irgendwo dann vom Band. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Passt eine 1,5 Liter Flasche rein? Genau, das war auch noch ein Punkt, der uns enttäuscht hat, passt nicht. Jetzt ist sie auch nicht so riesengroß. Die hat, glaube ich, 20 Liter Volumen innen drin. Aber wird sie längs reinpassen? Das haben wir, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aufrecht auf jeden Fall. Ja, also längs. Boah, wird aber auch schon knapp. Mehr Diagon, verdammt knapp. Diagon. Ja, ja, nee. Ja. Nee, das kannst du, glaube ich, auch knicken. Ja, und das ist halt auch so eine Sache. Hast du erlauben Strunz? Genau. Und meistens ist ja auch so, so ist zumindest so, also meine Handwerkerzeit, da war dann auch so, dann fragst du halt so, kann ich da meine Wasserflasche reinmachen, damit die kühl ist? Und weil muss ja nicht jeder Kollege seine eigene Kühlbox mitmachen, da kann man sich ja vielleicht auch so ein bisschen unterhelfen. Und dann wäre es auch ganz cool, wenn man dann noch ein bisschen Platz hat für den Kollegen, wenn er sagt, okay, ich möchte noch meinen Joghurt mit reintun oder meine Wasserflasche. Und ich sag hier, ey, passt nicht rein. Aber das finde ich halt auch schon ein bisschen schwach mit der 1,5 Liter Flasche, ne? Ja, Andreas Lott schreibt, wie viel kostet die Box? Ja, also UVP wird die wahrscheinlich 600 Euro. Ich habe 530 oder 540 bezahlt. Aber ohne Akkus noch, ne? Ohne Akkus, ne? So, und dann willst du dir jetzt noch zwei Original-Akkus dazu kaufen. Da bist du ja auch nochmal... 100? Also ja, ein Original-Akku, Makita, sind die Akkus ja relativ teuer. 50 oder 60, oder was? 50, 60, 80 Euro, je nachdem. Die 6er kosten, glaube ich, 80, 90 Euro das Stück. Also das ist schon... Und es ist ja auch nicht so, du bist auf der Baustelle, ich habe 20 Akkus und weiß nicht wohin. Ja, sondern in der Regel hast du ja irgendwie einen Akku lädt, einer ist an der Maschine, vielleicht hast du noch einen auf einer anderen Maschine. Aber hier, wenn du das System wirklich nutzen willst, dann musst du sagen, okay, ich habe jetzt zwei Akkus, die extra nur für die Kühlbox sind. Ja. Im Prinzip sogar noch mehr, wenn du jetzt hier, sag ich mal, safe sein willst oder beim Campen und das Ding hält, sag ich mal, ungefähr einen Tag. So, und du machst das jetzt so an, machst öfter aus, es ist sehr warm und dann siehst du hier schon, Batterieanzeige oder Akkuanzeige um 21 Uhr schon kurz vor knapp. Ja, dann gehst du ja nicht ins Bett, sondern da musst du hier nochmal Akku nachlegen, ne? Ja. Weiß ich nicht. Und das kriegst du aus meiner Sicht besser hin, weil du kannst dir eine Powerbank holen, eine mobile, die im Prinzip mehr Kapazität hat als das, was hier drin ist. Fast dann schon für einen gleichen Preis oder einen ähnlichen Preis. Und da kannst du dir jede Kühlbox hier dran machen. Aber ich sabbel wieder schon wieder zu viel. Ah, jetzt will ich das mal hier probieren. Wie das finde ich halt auch irgendwie dämlich, ne? Das war so. Genau, du musst das von unten. Alter, wollen die mich verarschen? Du musst echt von unten, ne? Oder? Gut, das ist jetzt auch spiegelverkehrt, aber guck dir das an. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Das geht schon gar nicht. Das geht nicht. Also das... ist ja der totale das, Fail. Das hier. Ist ja der nächste. Alter, rein. Das ist mir nie aufgefallen, weil die stand ja bisher hier. Ja, ja. Wir haben auch noch nie eine Flasche drauf aufgemacht, ne? Doch, ich schon, aber das stand das Ding hier, da habe ich da gar nicht drauf. Also guck mal, ne? Liebe Kollegen von Makita, wie soll das gehen? Also der Winkel der Flasche passt nicht, wenn die auf dem Boden steht. Gut, beim Camping und auf der Baustelle ist das kein Problem. Du hast ja immer unseren Klappspaten, hast den letzten smarten Werkzeugen dabei. Kannst du noch ein Loch bohren. Du machst erstmal hier ein Loch drumherum, ja, okay. Damit du hier quasi ein bisschen ausschwimmen kannst. Das ist genau diese Fehlkonstruktion wie mit den Rucksäcken. Die wir hatten, da war der Ball. Hier ist Druck drauf. Jetzt habe ich geplört hier. Und jetzt ist hier voll Eskalation. Ich hole mir die Rolle. Hol sie mal ein Tüchlein. Hoch. Das ist auch geil, ne? Thomas Gerting, viel Blabla. Es kommt nichts Konstruktives. Das ist live. Das ist quasi, wir bewegen uns hier in den seichten Tiefen unseres Kanals. Aber eine 0,33er müsste doch passen, oder? 0,33er? Stimmt. Ach ja, 0,33er ist übrigens das Thema. Wir haben wieder Fanpost bekommen. Achso, stimmt. Wir haben ja sogar eine. Davon. Leser hat ja letztens irgendwie rausgehauen, dass er irgendwie... Was wolltest du haben? Nee, ich wollte nichts haben. Nein, er hat natürlich nicht gesagt, er will was haben. Du hast einfach erwähnt, dass du Bud Spencer geil findest. Genau. So, eine Woche später kam hier ein Paket mit vielen schönen Sachen und einer Bud Spencer Collectors Edition. Habe ich auf Insta gezeigt. Und dann hast du letztens gesagt, oder wir hatten uns über Alf unterhalten. Mhm. Und dann meintest du ja, Alf wäre auch cool. Ich weiß jetzt, warum Alf heißt. Alien Life Form, ne? Eine außerirdische Lebensform. Willst du mich gerade verarschen? Oder ist ja das, was du sagtest, ne? Ja. Achso, ich dachte gerade. Ne, Alien Life Form, ja. Obwohl, stimmt. Das ist ja logisch.
Also lustig. Ja, außerirdische Lebensform ist genau das gleiche wie Alien Life. Ich habe das nie gerafft. Ja. Also ich wusste das halt nicht. Aber ich habe, genau, da hat uns der Zuschauer halt, der kam aus Österreich wohl, und der hat uns halt noch ganz viele Süßigkeiten mitgeschickt. Wie heißt das? Mamas Schnitten? Nee. Mama? Nee. Neapolitaner Waffeln. Ja, genau. Aber auf jeden Fall richtig viel. Ich habe fast alles alleine gegessen. Unter anderem dann halt auch noch Gösser. Also für André zwei Flaschen und für mich halt alkoholfrei. Genau, weil du letztens immer gesagt hast, ich sag's immer, dass ich halt keinen Gösser trinke, wenn ich Auto fahre. Das ist echt sehr, sehr gut zugehört an der Stelle. Und halt mit Alf auch. Und jetzt habe ich 4 Staffeln Alf. Nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank dafür. Und es ist halt wirklich eine Serie. Wie viele Folgen haben wir geguckt? Keine Ahnung, 4, 5 Stück schon. Und ich lache mich immer tot. Und meine Freundin lacht sich halt immer kaputt, weil ich so lache. Weil sie sagte immer so, ich habe dich noch nie so lachen hören. Aber ich finde Alf so witzig. Da saß der halt irgendwo, so im Bett, und dann sollte der puzzeln. Und dann kriegt er so das Puzzle, macht das auf und sagt, das ist kaputt. Und dann sagt er, das musst du zusammensetzen. Ich habe das doch nicht kaputt gemacht. So richtig, richtig süß, also richtig geil. Und dann hat er das nachher irgendwie gegessen und sagt er so, ja, der Nachteil beim Puzzlen ist, nach einer halben Stunde hast du wieder Hunger. Nur solche Sachen, ich finde das so süß. Ich muss sagen, ich habe Alf nie bewusst geguckt, aber ich hatte einen Schulfreund, der ist da voll drauf abgegangen. Ich finde das richtig geil. Ja. Aber ihr könnt ja mal... Also passt ja jetzt die Flasche, das wollten wir nochmal testen. Ja, genau. Passt das? Alter, das passt. Passt. Aber knapp. Und, ja. Ja, mach auf so. Aber du hättest das hier einfach etwas höher setzen können, ne? Ja, der Platz ist da, ne? Ja. Ich will jetzt auch nichts kaputt machen an der Kühlbox. Da war bestimmt so ein Produktdesigner. Hier steht extra, guck mal, auch liebevoll, hier steht extra M. Ja, für Max. Für Max. Danke. Da war bestimmt ein Produktdesigner. Ich sagte, das muss genau auf diese Höhe sein. Wenn wir das jetzt höher setzen, dann sitzt das nicht mehr in der Flucht drin. Und dann sagt der Praxistyp, ja, aber sonst kriegst du die Flasche halt nicht auf. Ja, nee, ist egal. Ja. Aber Leute, ich muss euch noch mal einen Tipp geben aus meiner eigenen Lebenswelt, wo wir gerade hier... Ach Junge, das ist ja richtig los, das ist mit Schraubverschluss. Habe ich auch gerade. Ich wusste es. Beziehungsweise hier Corona habe ich, glaube ich, gekauft. Und die haben auch Schraubverschluss. Mhm. Aber gewohnheitsmäßig gehst du irgendwie hin und machst das am Dings. Auf jeden Fall, von wegen Lachen, ihr müsst mal, wenn ihr ein Amazon-Konto habt, Prime oder so, müsst man, glaube ich, haben, Last One Laughing. Das habe ich euch schon erzählt. Naja. Ne? Alter, du legst dich so ab. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Das sind 10 Comedians, die sind, ich glaube, 10 Leute. Und Barbara Schöneberger, wo man sich fragt, Barbara Schöneberger ist lustig. Ich habe sie ja schon mal selber 2-mal getroffen. Da war sie auch sehr lustig. Die sind alle in einem Raum und die dürfen nicht lachen. Und die müssen sich aber provozieren. Teddy ist zum Beispiel auch dabei. Ich finde ja Teddy momentan einer der geilsten Comedians. Mhm. Eigentlich mag ich Comedians-Zeug und so nicht, weil so dieses, ich finde das... Also ich tue mich mittlerweile ein bisschen schwer, weil ich es manchmal ein bisschen alber finde, aber Teddy ist einfach drüber. Und die versuchen sich dann halt gegenseitig zu provozieren, sodass sie lachen müssen. Und also am Anfang denkst du, was soll der Scheiß? Oder denkst du kannst dir gar nichts darunter vorstellen. Und Bulli Herbig ist der Schiedsrichter. Und die haben irgendwie 40 Kameras. Und du siehst teilweise auch, dass Leute versuchen, irgendwie so zu cheaten und sich so wegzudrehen oder so. Aber es fällt immer auf. Und dann gibt es Alarm und die Leute fliegen raus. Und das ist saulustig. Gigoglio, Spanisch. Ja, Barbara war die unlustigste. Ja, Teddy war der Beste. Oder Max Giesiger mit seiner Imitation. Also echt, das ist echt total hart. Ich habe mir 4 Folgen angeguckt in einer Reihe. Ja. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Das ist echt geil. Also Daumen hoch. Vor allem, du denkst ja, es gibt ja nichts mehr. Weißt du, hat man alles gesehen. Die Frage ist, hat man sowas schon mal gesehen? Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr das wisst, ob es vielleicht... Weil oft gibt es ja so alte Formate, die es schon mal irgendwann gab, in Amerika oder so. Dann haben sie es. Aber ich glaube, so ein Format könnte ich mir, glaube ich, in der Welt irgendwie 1950, 60 gar nicht vorstellen. Ich glaube, da hätten die Leute irgendwie... Ich habe drauf gehabt. Ja, da wären die irritiert gewesen. Gerade einer geschrieben, der würde mich gerne auf seine Baustelle sehen. Und dann hat er geschrieben, dass in 1,5 Stunden die Puste weg wäre. Bei dir? Ja, hat er geschrieben. Was furchtbar. Sofort gebannt hier. Genau. Anonymer Shisha-Holiker. Ich würde es feiern, wenn ihr mal Praktikas in verschiedenen Jobs machen könntet. Ja, das wäre echt mal cool. Das ist sehr, ja, vielleicht engagiert uns ja mal irgendein Unternehmen hier für ein bezahltes Praktikum, wohlgemerkt. Obwohl, ich habe ja schon so früh auch viel Ferienjobs gemacht. Also ich glaube nicht, dass ich mich so blöd angestellt habe. Also ich durfte überall wiederkommen. So gut.
Da kostet auch nur 5 Euro ein Praktikant, ne? Praktikant kostet heute, glaube ich, mehr als 5 Euro. Ja, damals. Oder warst du schon der King, wenn du 5 Euro gekriegt hast? Eine Stunde. Ey, Nils, du hast noch gar kein Meme gemacht, ne? Bist du am Schlafen eigentlich? Ja, Nils ist eingeschlafen. Nee, Nils hat seine Angel rausgehauen. Ja, echt. Ja. Genau, und dann sind 4 Folgen. Und die sind jetzt, glaube ich, haben noch 2 Stunden. Also es sind 6 Stunden. Und dann wollte ich weitergucken, hab gedacht, ach scheiße, das ist tatsächlich jetzt wieder Serie. Ah, okay. Und Serien gucke ich eigentlich nicht, weil das ist ein Zeitdieb. Gläser wieder heimlich pumpen. Was heißt heimlich? Michi Beck, Max darf gerne mal in meiner Kfz-Werkstatt aushelfen. Boah, da kann ich nur fegen, ey. Aber ich will die ganze Zeit mit dem Pressluftschrauber an einem spielen. So. Und dann wird er mich rausschmeißen, weil er keinen Bock mehr hatte. Ich habe ja früher mit dem Presslufthammer Straßen aufgestemmt beim Bau in den Ferien. Das ist auch cool. Da hatte ich, was war das? Ein 613, glaube ich. So ein Mercedes-LKW. Und hinten ein Atlas Copco-Kompressor dran. Ach so, ja. Und dann mit so einem Ding. Ja, ja. Und dann haben wir mit Linie angezeichnet und dann aufgestemmt. Und am nächsten Tag kamen die Kollegen an, die das aufgenommen haben. Und dann hatte ich am ersten Abend, juckt mir die Finger so, die ersten paar Tage, das ist unbeschreiblich. Und dann hört er das auf, das war das Krasse. Aber letztendlich kriegst du dann die Weißfingerkrankheit. Aber anfangs fand ich das ganz cool. So. Stemmen halt, ne? Ja, stemmen, ne? So, mi Gott, 99 Cent. Ne? Heute im Angebot, vielen Dank. Simon, kann man bei euch ein Praktikum machen? Ja, du kannst bei uns ein Praktikum machen. Vor allen Dingen in den Bereichen Mediengestaltung. Kaufmännisch könnten wir auch ein Praktikum anbieten. Was vielleicht viele nicht wissen, wir sind auch Ausbildungsbetrieb für Mediengestalter. Siehe Nils. Genau, siehe Nils. Der am Schlafen ist. Der am Schlafen ist. Aber ist doch Azubi, er hat noch Welpenschutz. Aber lass nichts auf Nils kommen, ne? Willst du was trinken oder damit du mir ein bisschen genau. Wacher wirst oder sowas? Oder was essen? Also ich habe hier so ein, ich kann dir sowas angeben. Bio-Nut-Butterbar. Ach so, da können wir gerade einen Werbeblock machen. Oh ja. Grüße genau. Gehen raus an unseren Sponsor Koro. Das passt perfekt. Alter, yo. Ne? Denn unter Koro-Drogerie kannst du dir schöne Snacks in den Warenkorb portieren. Und wir probieren das immer so durch. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel gerade Chips, die sind cool. So Linsenchips, die sind echt mega. Dann ist natürlich auch lustig, es gibt so Sachen, die haben wir mal ausprobiert, zum Beispiel getrocknete Tomatenchips. Da dachte ich, okay, ein paar von kannst du essen. Deins ist es gar nicht gewesen. Nee, ich hab's überhaupt nicht gesehen. Und dann kommt es auch nicht in den Recall bei uns. Aber letztens war jemand da bei uns und er sagte, ja, oh, ihr habt Koro-Sachen, lass mal probieren. Ja. Der war total heiß, der wollte alles durchprobieren. Der fand ich total geil. Okay. Und er sagte, er bestellt sich das. Und diese Dinger zum Beispiel, das sind so Erdbeeren oder sind Himbeeren mit weißer Schokolade, richtig auch mega. Geil. Aber was richtig geil ist, wo jeder drauf abgeht, sind diese Erdnüsse mit diesem Salty Caramel. Ja, die sind geil. Das ist auch echt mein Favorit. Oder halt auch diese Wasabi-Nüsse, die waren auch geil. Mhm. Ne? Ah. War doch Wasabi, ne? Mhm. Doch, Wasabi-Nüsse. Ja. Fand ich auch gut. Und das Zeug ist halt in Großpackung. Ich dachte erst am Anfang, das wäre relativ teuer, aber wenn du es mal umrechnest, ist es gar nicht teuer. Und das ist echt super Qualität. Aber es ist immer relativ knapp immer so, ne? Also ich glaube, du musst halt immer, ich glaube, das ist nicht immer alles sofort erhältlich, sondern muss man immer ein bisschen warten, ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass seitdem wir Werbung machen. Das geht das ab wie Schmitzkasten. Ne, sind die Lieferzeiten teilweise. Also die teilweise hatte ich letztens auch. Oder haben Leute bei mir auf Insta geschrieben. Genau, Link unten in der Beschreibung und mit dem Rabattcode Baufunk24 bekommt ihr 5% und natürlich unterstützt ihr damit auch den Kanal. Aber müsst ihr natürlich selber wissen, ich habe nur mich gefreut, dass mir die Leute wirklich schreiben, ey, geile Empfehlung, das soll ist gut. Ja. Und nochmal als Hinweis, bevor wir diesen Deal eingegangen sind mit Koro, habe ich gesagt, ich will das Zeug erst hier haben und das probieren. Und wenn mir das nicht schmeckt, dann mache ich keine Werbung dafür. Das hat es ja auch bei anderen Sachen schon gegeben. Mhm. Ich denke nur so an so Flüssigmahlzeiten, die wir dann, ja, nicht gegessen. Uns war dann anschließend nicht so gut. Und da habe ich gesagt, ich bin da nicht bescheuert und mache dafür Werbung. Hier, du machst hier's. Opa, danke. Ja. Ist das jetzt so eine Bio-Nut-Butter-Bar? Ja. Die sind sehr gehaltvoll.
Also wenn du die, hast du die schon mal probiert? Ja, ja. Wenn du die isst, dann brauchst du eigentlich den Tag nichts mehr essen. Genau. So. Und das ist noch Vorteil, die müssen nicht kühl gelagert werden. Ja, Joker-Schlüssel sind falsch angeordnet. Einer ist doppelt. Tatsächlich fehlt in dem Board, glaube ich, ein Platz für eine Nummer. Die 13er, oder? Nee, gar nicht. Irgendwas 14er muss. Hey Leute, ich habe nur eine 4x3 Meter große Werkstatt. Würdet ihr da eine MFT-Handkreissägen-Kombi oder eine Tischkreissäge nehmen? Ich glaube, ich würde eine Tischkreissäge nehmen. 4x3 ist natürlich nicht, das sind 12 Quadratmeter. Mhm. Oder du machst eine zweite Ebene rein. Das ist 24. Ach geil. Eine Kriechwerkstatt. Ich habe mir eine CR-70 gekauft. Das super ist, ich brauche die Beine nicht ausklappen, weil ich hab die Höhe gar nicht. Nadine Völpel, ich soll nicht mit offenem Mund sprechen. Mit offenem Mund? Ich soll nicht mit Mund essen. Nee, das geht nicht anders. Die Nadine. Und zwar schreibt die Nadine, ob wir mal was bauen können. Und das ist ja immer so ein Thema, das kommt öfter mal auf. Ja, baut doch mal was. Und da ist es so, dass wir ja im Prinzip Sachen testen. Und wenn wir testen, dann bauen wir schon mal Sachen, die wir aber im Prinzip so bekloppte Sachen, wie einfach hier jetzt so eine, das sieht man jetzt nicht, so eine, ja, wie nennt man das einfach? Messebau. So ein Messebau, so eine Trockenbau, Ständerbauweise, Raum, Räumlichkeit. Aber Projekte bauen tun wir nicht, weil da gibt es ja Kanäle wie den von Michael, vom der Jonas baut auch. Ja, der macht beides. Aber der Jonas geht ja nicht so in den Werkzeugbereich, aber der zeigt viele Sachen, wie man was anwendet. Ne? Genau, Anwendung macht er sehr, sehr viel. Und halt auch Tipps und Tricks und halt macht auch kleine Projekte. Und ja. Genau. Und ja, Sebastian, Mr. Handwerk, kennt man ja auch noch. Oder hier der Andi. Wir bauen halt auch oder machen halt auch, aber dann halt immer, so, also jetzt nicht fürs Videoformat, sondern einfach für uns, weil wir es einfach machen wollen. Und ja, klar auch wegen Testen. Ne? Also ja. Zum Beispiel, wo ich mal, ich habe eben erzählt, dass ich mal meinen Vater da was geholfen habe, da habe ich natürlich auch den neuen Metabo-Akkuschrauber mitgenommen, einfach da mal so ein bisschen auch was mit, gemacht zu haben. Oder halt wechsle ich auch mal ganz oft die Kappsägen halt durch, nehme auch mal eine wieder mit und dann wechsle ich halt wieder aus, beispielsweise gegen die Bosch im Hintergrund, um da einfach mal ein bisschen was gesägt zu haben. Jetzt aber jetzt nicht jetzt extra ausgedacht, jetzt ein Projekt nur, um halt einmal diese Maschine zeigen zu können. Das ist jetzt eher weniger. Aber zum Beispiel gestern hatte ich auch mal die Lamellenfräse mit oder du hast ja auch mit der Zepa auch was gemacht etc. Genau. Und das sind halt mehr dann unsere Projekte, aber das wird man dann halt ja nicht so wirklich sehen. Ich muss auch sagen, ich habe ja über die Osterfeiertage wirklich dieses Lowboard gebaut, was echt massive ist. Ich zeige dir da mal Fotos von. Nur es fehlen noch die Schubladen, das will ich alles fertig haben. Weil das Problem ist, dass mein Fernseher relativ groß ist. Der ist so an die 2 Meter breit. Und wenn du dir dann ein Lowboard suchst, wo der Fernseher drauf passt, da gibt es nicht so viel. Und dann wollte ich eben noch den Center haben. Also ist halt Heimkino. Und dann wollte ich den Center-Lautsprecher genau unter dem Fernseher haben. Dann findest du so Lowboards, die haben dann 2 Fächer oder 4 Fächer. Aber ein Center muss ja genau in der Mitte sein. Und der muss auch bestenfalls genau noch für diesen Center passen. Und wenn der Center dann schon so groß ist, das kannst du vergessen. Und da kam ich eben auf die Idee, okay, du musst selbst Hand anlegen. Und dann habe ich ein paar Aufnahmen gemacht in der Anwendung der Lamellos. Aber ich habe dann auch keinen Bock, da noch die Kamera laufen zu lassen. Weil da will ich einfach dann bauen und will ja mich dann darauf fokussieren. Und dann nicht noch, weil die Kamera läuft ja sowieso schon sehr viel mit. Und die Erfahrung, die wir dann aber damit haben im praktischen Einsatz, die kommt euch ja auch zugute, dass wir eben dann über die Geräte sprechen können. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Kollegen von Idealo, glaube ich, haben uns angesprochen, ob wir nicht mal mit denen ein Projekt machen, wo wir quasi zeigen, wie man mit wenig Werkzeug was bauen kann. Und dann habe ich mir das angehört, was sie vorhaben. Und das fand ich dann total gut, weil ja von euch häufig die Anfragen kommen, ja, ich fange jetzt an, eine Werkstatt zu machen. Was würdest du mir als, was weiß ich, mit wenig Budget oder die ersten 3 Werkzeuge oder so? Flott und Felder. Genau, wenn es gut läuft. Aber es gibt ja Leute, die sind bei Bitcoin zu spät eingestiegen. Die müssen dann halt wieder mal gucken, wo sie bleiben. Und dann habe ich mir überlegt, was zu bauen, aber jetzt auch nicht den 50. Handyhalter oder die 350.
was weiß ich, Garderobe oder Kinderbett oder Liegestuhl, sondern was so ein bisschen auch noch mit ein bisschen Technik zu tun hat. Und da sind wir demnächst dabei und dann werdet ihr das sehen und dann bauen wir auch mal was. Weil es ist ja nicht so, dass wir nicht bauen können. Ne? Also wir können, wenn wir wollen oder wenn wir Zeit dafür hätten. Dann, genau, Heiko Recht baut auch, der kann das sogar. Der ist sogar Meister. Der ist sogar Meister. Aber ich glaube, Heiko Recht, solche Leute sehen sich nicht so ein bisschen entertaining, sondern die sind da sehr hart am Thema dran. Und ja, wir sind halt so bekloppt, wie wir sind. Ne? So, Schweißgeräte kommt auch, aber wie gesagt, ist auch eine angedachte Kooperation mit Igor Welder. Und dann haben wir eigentlich gedacht, komm, wir warten jetzt, bis mal der Driss vorbei ist, hier mit Kontaktbeschränkungen und so. Wir testen uns mittlerweile auch schon übrigens hier regelmäßig in der Firma. Ich habe aber bisher noch nie was gewonnen. Und im Testbereich gibt es noch was Neues. Oh ja, das und ist zwar, eigentlich hier schon. Jetzt muss man so einen Trommelwirbel machen, weil das ist schon jetzt sehr, sehr exklusiv. Warte. So. Das ist immer das Ding, ich muss es halt erstmal raussuchen. Das dauert halt mindestens 3 Sekunden, dann macht es mir halt auch keinen Sinn mehr. Warte, ich kann ja mal gucken. Dann denkst du Alarm. Ja mal, komm, dann schlag ich. Nee, hier, warte mal. So, ich habe nämlich was Neues angeschafft hier für die Werkstatt. Und zwar könnt ihr ja mal raten, was ist das? Das würde mich jetzt mal interessieren. Schreibt doch mal. Muss ich das aber weghalten? Was das ist? Inspektionskammer. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Und was das kostet. Frosty schreibt, Tests auch gemacht. 3-mal negativ, 1-mal schwanger. Das ist auch gut. Oh Gott. OBD schreibt Nick, also ein Onboard-Diagnose. Sieht tatsächlich so ein bisschen so aus, ist es aber nicht. Hat also wirklich was. Kompressionsmesser. Ja, Holzfeuchte-Messgerät. Damit misst du nicht die Holzfeuchte. Ultraschall-Messgerät. Wasserstoffdetektor. Alter. Geigerzähler. Jo. Heizungstester, Luftdruckmesser, Luftprüfer für Druckluft, Druckluftregler, Drehzahlmessgerät, das geht schon in die richtige Richtung. Endoskop. Matches der, boah, Drehmoment, Messwelle mit Drehzahlmessung. Richtig. Ja, Punkte gehen an den Kollegen. Das ist nämlich ein Messgerät für das Messen, das dynamische Messen von Drehmomenten. Also im Englischen nennt man das glaube ich, Transducer. Denn das Ding dreht einfach frei. Erstmal so. Das heißt, hier kommt Eingang, Ausgang rein. Hier machst du dann dein Bit. Hier kommt dann der Akkuschrauber dran. Und dann drehst du. Und hier werden dann die entsprechenden Werte angezeigt. Ja. Wir haben auch noch ein Datenkabel, das Ding lockt auch die Werte, zeige ich dir in Echtzeit an. Und wir haben eine Software und dann können wir unsere Messreihen, zum Beispiel Akkuschrauber und so, können wir auf ein ganz anderes Level bringen. Das war mir ein Anliegen, ich musste nur ein bisschen sparen, weil solche Dinger so komplett irgendwie mit dem Zubehör, was wir haben. Sie sollen raten. Genau, ratet mal. Die sollen raten, aber das, damit rechnet man eigentlich gar nicht. Also ich hätte das, also ich wusste ja den Preis und dann hast du gesagt, es ist da und ich habe gedacht, ja, ich habe mir das angeguckt und ich so, boah, was? Ja. Wie teuer war das? Ja, 2040, nein, nein. 30.000 schon wieder mutig, ja. 3,470 netto. Oh. Ja, das ist schon der richtige. Ja. Aber? Ja, 10.000, 12.000, ja. Also es kostet auf jeden Fall über 10.000 Euro, so ein Ding. Und warum? Weil das ist einfach Profi-Equipment. Da werden zum Beispiel, ja, was, wofür wird das, also ich glaube, sowas wird auch benutzt, um wiederum andere Drehmomentgeräte zu kalibrieren. Wenn du in Bereichen arbeitest, wo du wirklich mit kalibrierten Werten arbeiten musst,
Ich habe mir auch sagen lassen, zum Beispiel in der Automobilindustrie wird sowas angewendet. Das ist natürlich Industrietechnik und ähnlich jetzt wie bei unserer Kameratechnik, sobald das in den Profibereich geht, kostet halt eine Optik 20.000, 30.000, 50.000, easy peasy. Wobei wir jetzt keine 50.000 Euro Optik haben, das macht keinen Sinn. Aber Kameras kosten bei uns ja auch, also wir haben Kameras, die kosten 15.000 Euro. Weil das einfach Profizeug ist und der Markt ist natürlich relativ gering. Sowas findest du auch nicht bei eBay, leider nicht. Ich habe echt gesucht, ich habe geguckt, was es sonst noch so gibt, aber es gibt eben so eine, im Prinzip die Schmalspurlösung, wie du jetzt mit so einem elektronischen Drehmomentschlüssel arbeiten kannst, aber damit kannst du keine dynamischen Drehmomente machen, denn das habt ihr ja bei unserem Schraubenbruchtest gesehen, dass der Laser quasi dann oder die Kamera musste da mit dem Gerät mitgehen, weil das Ganze also, natürlich rumgeht. Und du kannst natürlich jetzt an so einem Drehmomentteil nicht die ganze Zeit hier 1000 Umdrehungen, Drehzahl drauf geben. Und hier hast du wirklich den Schraubfall. Und wenn dann die, du musst einen Schraubfall haben. Ne? Also das Ding ist jetzt keine Wirbelstrombremse oder dergleichen, sondern du machst nach wie vor einen Schraubfall. Aber was wir ja bisher haben ist, wir testen Akkuschrauber. Und dann ist meinetwegen die, wo haben wir sie? Die 400er Schraube jetzt in den Holzklotz, so, und Gerät A versenkt die komplett, Gerät B nur knapp. Aber vielleicht ist ja die Wahrheit da drin, dass in dem Holz, weil es ja auch nicht so homogen ist, vielleicht da irgendwo eine andere Dichte an der Stelle war. Ja. Und schon hast du im Prinzip kein valides, wissenschaftlich valides Ergebnis. Das sagen wir auch immer, ist natürlich klar. Aber hier würden wir jetzt wirklich sehen, wie viele Drehmomente treten auf. Und wir können sogar euch dann die Kurven zeigen, weil das wird alles gemessen und ausgewertet und allein die Software kostet ein Vermögen. Und tatsächlich ist das ja auch immer dieses auch immer dieser Unterschied zwischen Werksangaben und tatsächlich Realität. Ne? Und da ja, schmeißen die Hersteller natürlich auch mal gerne mit Zahlen rum. Genau. Und die wir bisher nie die wirklich auch, verifizieren konnten. Die auch an sich ja keiner wirklich richtig kontrollieren kann. Ne? Und wir haben es ja schon bei den Drehzahlen jetzt auch gesehen, auch hier auch nochmal Thema Akkuschrauberquartett, haben es ja danach auch alles nochmal selber nachgemessen mit Messgerät, wobei jetzt man auch sagen muss, dass vielleicht auch nicht unbedingt jetzt das ist, was wo man das messen kann, aber für uns war es halt wichtig und da waren halt auch immer Toleranzen drin. Ne? Und jetzt ja. Haben wir da wirklich ein absolutes Profigerät und ich bin mir da ziemlich sicher, dass es bei den Herstellern da auch nicht immer wirklich, ja, dass das nicht alles in der Wahrheit entspricht, gerade der weiche Schraubfall. Wo wir auch mal sagen, dass unser Schraubfall immer der ist, den wir halt immer dann nochmal testen und dann noch abfragen, ja. Wenn wir solche Kandidaten halt wirklich ins Holz jagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ja. Denn für alle da neu dazugekommen oder die das noch nicht gesehen haben, in den Videos erklären wir es ja öfter, die Hersteller propagieren natürlich meinetwegen jetzt hier, der Schrauber XY hat 140 Newtonmeter Drehmoment. Das ist aber der harte Schraubfall. Also im Prinzip, du hast jetzt meinetwegen eine Mutter und da ist ein Gewinde und der Schrauber dreht komplett Vollspeed und dann hast du am Ende wirklich den harten Schraubfall, also dass dann quasi der Widerstand schlagartig ansteigt und was du dann draufgeben kannst. Aber das ist ja relativ selten diese Anwendung. Das meiste ist ja wirklich der weiche Schraubfall. Also du machst einfach so eine Schraube ins Holz. Und da kommt es drauf an. Das heißt, die Kraft steigt langsam an. Ja, und das ist im Prinzip entscheidend. Ne? Denn es gibt ja, wir haben das ja auch letztens wieder gehabt, dass wir einen Schrauber hatten, der eigentlich von den Werksangaben sehr gut dastand und dann von einem geschlagen wurde im Schraubfall in einer normalen Anwendung, der halt, weiß ich, 5 oder 10 Newtonmeter sogar weniger hatte. Mhm. Und ja, das ist eigentlich jetzt spontan, dass wir euch das nochmal hier in die Kamera halten, weil es eigentlich deutlich längere Lieferzeiten hatte und heute aber schon hier mit Ups ankam. Und deswegen, wir hatten auch noch gar keine Zeit hier einen Testaufbau. Wir haben das mal kurz getestet, einfach mal einen Drehmoment hier anzeigen lassen. Wenn wir hier einen Widerstand drauf geben, das funktioniert soweit. Das ist auf die zweite Nachkommastelle. Also es ist sehr, sehr empfindlich. Und das freut mich, dass wir sowas. Das ist schon echt ein anderer. Dass wir uns das gegönnt haben für euch. So. Genau, die nächsten Tests werden bestimmt interessant. Ja, und das ist ja auch das, was uns, was uns interessiert. Also, mich interessiert das persönlich echt. Ich bin echt immer ein neugieriger Typ und ich will das einfach wissen, aber ich habe mir echt das Hirn zermartert, wie ich irgendwie so ein Ding
so eine Messeinrichtung bekomme. Da habe ich auch schon mal Zuschaueraufruf gemacht und dann kamen die wildesten Vorschläge, auch gut gemeint, aber von nichts kommt nichts. Also es gibt da teilweise auch relativ billige Lösungen, irgendwie so im 1.000-Euro-Bereich, relativ billig, aber dann kannst du keine dynamischen Drehmomente aufbringen. Ne? Teilweise drehst du so Federn zusammen oder so. Und was hier jetzt das Ding ist, du kannst hier Drehmomente testen von, glaube ich, 7,5 bis 75 Newtonmeter. Und diese Dinger hier, die haben auch eine eigene Elektronik. Das heißt, der ganze Wert wird, glaube ich, auch erstmal hier erzeugt und wird dann einfach hier weitergegeben, digital. Das heißt, es findet keine analoge Übertragung in das Gerät, glaube ich, statt, womit auch Messfehler zum Gerät hier vermieden werden. Oh, okay. Das heißt, im Prinzip egal, wie lang das Kabel ist oder ob du hier Einstreuung hast. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 75 Newtonmeter, habe ich gedacht, deckt den größten Bereich ab. Ja. Aber es könnte natürlich sein, dass es auch mehr gibt oder jetzt hier Abscherversuche mit großen Knarren oder sowas. Ist ja auch nochmal so ein Ding. Und hier wird in den Warnhinweisen deutlich darauf hingewiesen, bei 90 Newtonmeter ist der Bart ab. Das heißt, dann sind hier die paar tausend Euro, die allein dieses Modul kostet, kannst du dir abschminken. Deswegen müssen wir auch hier darauf achten, dass da nicht einer auf die Idee kommt, hier mit dem Schlagschrauber dran zu gehen. Denn das ist für Impulsschrauber, gibt es, die kann man damit messen, aber einen Schlagschrauber nicht. Also kannst im Prinzip keinen Schlagschrauber da. Da bin ich auch noch nicht am Ende, was da irgendwie so eine Messeinrichtung anbelangt. Aber das zum Thema, wo auch hier Einnahmen durch Werbung hingehen, ne? Nämlich in den Ausbau des Kanals. Gute Kameras und so, das haben wir ja schon seit ein paar Jahren, aber sowas, das fehlte uns noch. 75 Newtonmeter, schreibt jetzt hier, ist etwas wenig. Nee, und das stimmt nicht, weil in dem weichen Schraubfall ist das schon gut. Gibt es... Boah, ich glaube, es gibt nicht einen Akkuschrauber, der über 75 Newtonmeter ist. Nee. Ich glaube auch nicht, dass der 40 Volt, 40 Volt bin ich mir nicht sicher von Makita, das ist ja auch so mit der stärkste, aber ich denke nicht, dass er über 75 Newton hinausgeht. Ne? Ja. Also wenn, dann wäre es schon krass, also es ist so auch schon eine sehr, 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 sehr starke Maschine, aber mit 75 Newton weich, da können wir, also alle Akkuschrauber, die wir jetzt ja. in einem Quartett haben, das sind ja über 30 Maschinen, können wir damit testen. Klar, der X und so wird jetzt rausfallen, weil der einfach nur 5 Newtonmeter hat, der wäre einfach zu schwach. Genau, das war das, ich hätte auch jetzt meinetwegen 5 bis 50 oder so, mhm. Und da dachte ich, okay, aber für so ein X oder so, das macht jetzt keinen Sinn, weil ich sag mal, zwischen 50, 75, den Bereich den müssen wir schon abdecken. Ne? Ja. So. Ihr kommentiert, Brockstrom spendiert ein Drehmoment-Messgerät für mehr als 10.000 Euro. Ja, ist ja nicht für euch, das bleibt hier. Macht ihr noch ein Video zu Toolcheck-Alternativen? Wenn ja, hätte ich noch was dafür. Jein. Also wir sind ja jetzt erstmal durch. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas hatten, was wir noch auf Zuschauerweise nachgekauft haben. Glaube nicht. Ich glaube, diese Felo-Dinger, die wir in smarten Werkzeugen gezeigt haben, die kommen teilweise daraus mit diesem Smart Grip oder so. Aber das hatten wir dann schon wieder in smarte Werkzeuge gezeigt. Yves Schreiner, danke für deine Donation. 10 Euro, mein Beitrag für eure Investition. Danke. Genau, und Fritzi Bubele schreibt, es wird wohl einige überraschen, wie wenig Drehmoment man braucht, um eine normale Schraube reinzudrehen, weil das ist genau das Thema. Die Leute denken, boah, du brauchst so und so viel Drehmoment. Aber wir haben euch das ja tatsächlich schon gezeigt, als wir einfach mal mit Hand reingedreht haben, unseren Battle. Was war das Maximum, was wir überhaupt drauf... 10? Ich glaube, das war, ja, um die 10, glaub, auch mal in der Spitze 11, 12 oder so? Boah, aber das war... Was auf jeden Fall so das Stärkste, was du da gemacht hast. Ich glaube, dass du echt... schon auch die Zehner einmal geknackt hast, ja. Oder so. Also aber das war jetzt kein, das war jetzt eine Last, eine Kraft, da hätte ich nicht irgendwie so arbeiten können. Das war wirklich, also das einmal, war alles einmal, gegeben. Genau, einmal und danach quasi sterben. aber andererseits hatten wir ja die 5x60er im Bruchtest gezeigt und da hatten wir ja Schrauben, die sind bei 4 Newtonmeter, sind die Köpfe abgebrochen. Ja. So, und jetzt stell dir einfach vor, du hast eine 5x60er Schraube und einen Schraubendreher und du drehst sie so fest, dass der Schraubenknopf wegknickt, knackt. Mach knack, ist er weg. Da denkst du, das schaffst du gar nicht. Also mit Ivan im Ärmel schaffst du das. Und das sind dann die je nach Schraube.
Die größte Schraube 7, irgendwas oder so. Knapp 8. Ja, irgendwie sowas, ja. Die Förch. Die Förch, ja. Ja, also, ne? Deswegen mal die Kirche im Dorf lassen, denn ich denke, dass die meisten sich total verschätzen, was hier Drehmomente anbelangt, ne? Und da kommt es natürlich oft den Hebel an. Klar, wenn ich jetzt hier mit dem Radkreuz da so einen Meter lang. Guck hier, der 40 Volt 68 Newtonmeter war ich. Ja, genau. Das ist halt schon Brett, die Maschine, ne? Das ist schon eine sehr starke Maschine. Ja, und das will ich sehen, dass da die Maschinen da drüber gehen. Aber das ist auch, also das wird ein Riesenspaß. Ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt heute noch einen Laptop bestellt, dass wir das dort genau einrichten können, dass das hier quasi in der Schublade bleibt. Prebener Streifennagler zeigen wir auch demnächst mal. Jo, kommt nochmal ein Drehschlagschrauber-Battle mit dem dicken Parkside Performance. Haben wir jetzt nicht so angedacht. Wir haben aber im Prinzip die nächsten Wochen auch ganz gut durchgeplant. Wir haben momentan einen relativ guten Vorlauf an Sachen, an Videos. Also wir haben schon viel, was wir euch zeigen können, aber wir wollen ja schön mal im Rhythmus bleiben. Ja, danke. Schreibt jemand hier für Toolcheck-Alternativen. Eben hat auch jemand geschrieben, wir wären schuld, dass er in den letzten Wochen für 3.000 Euro Werkzeug ausgegeben hat. Oh, 3.000 Euro. Da schreiben aber tatsächlich einige. Aber solange sie schreiben, dass sie sich gefreut haben über die Tipps oder konnten unsere Erfahrung teilen oder waren nicht enttäuscht, finde ich das gut. Fabian Schimmer, neue Bosch DAB-Radios. Wir haben ein Bosch DAB-Radio hier. Das haben wir schon mal gezeigt, auch in den letzten, ne? Ups. Ich glaube, oh, jetzt habe ich es angemacht. Macht ja nichts. Hat uns bisher nicht, dieses hier hat uns bisher nicht so weggeballert, weil es total leise ist. Aber da wir eigentlich auf das Größere noch warten. Und auf das Parkside warten wir auch noch. Auf das Parkside, genau. Parkside wird auch ein Radio bringen, allerdings. Du durfst ja schon verraten. Durfte man schon verraten? Jetzt ist es raus. Jetzt ist eh vorbei. Jetzt ist eh vorbei, ist live. Parkside hat ein neues Radio mit DAB in Planung, kommt aber auch wohl erst ein bisschen später. Und Bosch auch. Die haben alle momentan immer noch Probleme, glaube ich, mit den Lieferketten. Das ist ja auch total verrückt, weil ja auch der ganze Kreislauf hier mit den Containern und so durcheinander kommt. Ne? Teilweise kriegst du keine Container mehr oder Container sind leer und sind da, wo sie nicht beladen werden. Oder es ist crazy. Und bei Parkside mit dem Akkuschrauber wird es dieses Jahr noch einen Schrauber geben wahrscheinlich, der so ein bisschen Feedback von uns aufgenommen hat. Hab ich Leuten hören. Irgendwo. Das habe ich auch neulich von einem anderen Hersteller die Info bekommen, dass sie in ihrem neuen Produkt Hinweise von uns eingearbeitet haben. Und auch, von den Zuschauerkommentaren. Okay. Das heißt, das dürft ihr nicht unterschätzen, wir haben ja teilweise echt heftig Kommentare unter den Videos. Das sind ja manchmal 2.000, 3.000 Kommentare. Also 1.000 ist ja eigentlich schon Minimum. Ich glaube so zwischen 1.000 und 2.000. Hersteller lesen das oft aufmerksam. Gerade wenn ihre Produkte getestet wurden in dem Video, ne? Genau, um dann zu gucken, ne, wie kommen ihre Produkte bei euch an oder was habt ihr für Feedbacks und so. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Also ich finde das spannend, sagen wir es mal so. Ne? Thomas Fabri spendet 5 Euro. Eure Tipps waren bisher jeden Cent wert. Danke, habt dadurch sogar viel Geld gespart, denn das nächste Gösser geht daher auf mich. Ja, vielen Dank. Für 5 Euro sind, dann kriegst du auch, glaube ich, 3 Gösser, oder? Weiß ich nicht. Bestimmt. Bestimmt. 3 Gösser. Boah, ich habe vorhin eine Pizza gegessen, ne? Ja, du sei froh, du hast was gegessen. Pass auf, ich hol dir was. Bin mal eben unterwegs. Okay. Jetzt muss ich hier alleine um was unterhalten. Ich sag einfach gar nichts. Hier, jetzt kloppt mal ein paar Memes rein. Boah, weiß nicht. Hä? Amazon. Immer mal Amazon-Paket. Das Paket bitte auf die Terrasse ablegen. Amazon Paket. Okay, und jetzt mach nice. Nice. Hat irgendwie ein bisschen gedeckt. Und jetzt mach Alarm. Alarm. Hab ich? Ich hab den auch. Ich drück. Alarm! Die Memes lecken irgendwie ein bisschen.
Jetzt machen wir halb Stopp, weil sonst gehen die ganzen Leute weg. Halb Stopp! Die Länge echt krass, ja, ne? Die Länge, ja. Ah, dann lassen wir es mal lieber eh. Wir lassen die Gemüse weg. Bruder. Ich bin gespannt, was du mir jetzt für eine Pizza holt. Ich habe echt heute damit gerechnet, dass wir Manta platt essen. Tja. Oder ich wollte Taxiteller bestellen. Kennst du Taxiteller? So mit Gyros, glaube ich, da war doch Dönerfleisch. Taxiteller ist doch auch Manta platt. Ja, ja, aber dann noch mit nochmal mit Gyros oder Dönerfleisch dazu. Ja. Junge, das ist anders wild. Ich kann sicherlich die Fragen beantworten, keine Ahnung. Ja. Fragen. Ich kann so schlecht lesen. So schnell alles. Kommen dann noch die besten drei? Bestimmt eine Runde. Ey, ich kann das echt nicht so, ne? Jetzt bin ich total aufgeschmissen, wirklich ohne Witz. Das André macht immer so den Hauptmoderator und ich bin immer so der Sidekick, der so ein bisschen mal hier und da was dazwischen sabbelt. Aber hauptsächlich macht er das immer. Ich hoffe, dass er jetzt gleich hier wieder reinsteppt, ne? Ja. Kannst du einen Handstand machen? Nee, kann ich nicht. Kannst du keinen Handstand? Aber ich höre ihn schon, das schon. Oh Gott, Gott sei Dank. Ui. Schön aus. Das ist doch eigentlich, ist das echt Mission Control, ne? Ja, hier ist die Basis. Das wäre eigentlich noch cool, wenn du irgendwie so Knöpfe hättest und uns steuern könntest, dass wir so Bewegungen machen oder so. Ja, oder so bewegliche Kameras. Jo, das ist so eine Fahrt, die du gehst. Guck mal, ich dachte mir, so zwei ärmliche Stücke Pizza sehen ja auch irgendwie doof aus. Das sind noch zwei ärmliche. Ich hab echt versucht, irgendwie diesen Käse zu rollen, dass er so bleibt. Geht aber nicht. Was ist das für eine Pizza jetzt? Also das ist so Barbecue. Boah, geil. Mit Bacon, Hühnchen und extra Käse. Nice, danke schön. Boah, ich hab echt mal gegessen, ne? Ja? Ja, dann sag doch was. Boah, ist doch geil. Ich war richtig aufgeschmissen, ich konnte nichts sagen. Ne? Ne, zum Glück bist du wieder da. Nee, aber kennst du das? Oder kennt ihr das, wenn man so Pizza isst oder so abends und da ist irgendwas drin? Also was du so durstig machst, ne? Ob das zu viel Salz ist oder so, was dir das Wasser so aus dem Körper zieht und dann wachst du nachts auf, so um 3 Uhr, im Mund steht auf und du denkst, du hast irgendwie, deine Mundhöhle ist versteinert. Mhm. Also, und du hast so eine Urzeitzunge, so eine fossile Zunge, so eine Fossilienzunge. Du kriegst den Mund nicht mehr auf. Du denkst eigentlich, du stirbst gleich. Das mache ich mal bei Eintopf. Bei Eintopf mache ich aber mega salzig. Esse ich ihn richtig gern, wenn er richtig salzig ist. Und diesen Effekt habe ich gerade live vor der Kamera. Also das Gute ist, ich schlafe nicht. Das heißt, die Fossilienzunge bleibt jetzt mal außen vor. Aber ich habe einen Brand. Aber das soll ja auch vielleicht gerade nicht das Beste sein. Max ist der neue Thomas Gottschalk. Nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Und jemand hat gerade geschrieben, dass der neue Bosch B-Turbo, ich glaube, er heißt, ich weiß nicht, ob es den auch als normalen geben würde, sonst heißt er, so, Entschuldigung, meine Damen und Herren, leichtes Aufstoßproblem, dann wird er heißen wahrscheinlich, oder heißt, der Name ist glaube ich schon raus, GSB 18V150C. Und das 150C steht glaube ich für das Drehmoment im harten Schraubfall. Was schon ein Brett ist. Und jemand hat, glaube ich, gerade geschrieben, dass der mit 84 Newtonmeter im weichen Schraubfall angegeben ist. Testen wir dann, aber schon schön. So. Ja, 84 Newtonmeter im weichen Schraubfall. Mr. Nickelbrille, Knoblauch lässt mich austrocknen. Das ist ja auch so ein T-Shirt-Spruch. So ein Statement. Knoblauch lässt mich austrocknen. Hochlebe Knoblauch. Philipp, gibt es noch eine Bekanntgabe zu Gewinnspielgewinnern? Nein, dafür machen wir dann eine Bauform News, wahrscheinlich auch wieder live. Aber die Gewinner von den letzten News sind alle verschickt, aber wiederum haben sich ein paar nicht gemeldet. Erstaunlich. Dann Van de Poel schreibt, ich hoffe, das neue Flex-System 24 Volt kommt auch nach Deutschland. Ich habe noch keine Erfahrung, ich weiß es nicht. Ich könnte mal nachfragen, ob ich da ein paar Infos bekomme.
Aber ich denke mir, 24 Volt, weil die Poliermaschinen sind ja 18 Volt. Und ich sehe das Flex-Akkusystem eher so in dem Bereich, wenn du Leute hast, würde ich die schon Flex-Maschinen oder so haben. Und dann haben sie 18 Volt bisher und dann 24 Volt und dann sind die Poliermaschinen wieder nicht kompatibel. Weiß ich nicht. Und ich glaube nicht, dass zumindest beim Akkuschrauber 24 Volt ein Argument wäre nach dem Motto, dann hast du mehr Leistung. Weil die 18 Volt Geräte, die wir mittlerweile haben, auch jetzt der neue Metabo, das Ding drückt dermaßen was weg. Ja. Also da, das Video seht ihr noch, aber wir waren hier echt fasziniert und haben so die ganze Zeit gedacht, boah, krass, denkt man den Power-Shootout. Denk an die Größe. Ne? Also wir haben denk an die Größe und was sich da jetzt auch in 3 Jahren da wie lange getan hat. Ja. Ne? Also die Baugröße war wirklich das, was uns echt super vom Hocker gehauen hat und dann natürlich angeknüpft daran halt die Leistung. Das ist, also meiner Meinung nach ist das halt wirklich das so ein ziemlich starkes Brett, jetzt, so, ja, was wir jetzt hier in, so, in unserem Portfolio haben. Simon schreibt, hallo André, was sind Milwaukee M12 Must-Have-Maschinen? Ich habe neulich noch mit Milwaukee gesprochen. Das ist schon ein gutes Video eigentlich, ne? Ja. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Wir machen ja demnächst was mit 2 anderen Herstellern. Aber als ich jetzt auch am Wochenende in der Werkstatt war, habe ich zum Beispiel mit der Bosch Kantenfräse, mit der 12 Volt Kantenfräse gearbeitet. Und das ist ja wirklich eine schöne Maschine, die hast du gerne, benutzt die gerne. Und da dachte ich, da müsste Milwaukee eigentlich mit einer Kantenfräse kommen und so ein 12-Volt-Hobel. Ach so, ja. Weil das sind, glaube ich, tatsächlich Sachen, ich könnte mir vorstellen, dass viele Milwaukee M12-Benutzer das vermissen. Und wiederum die Kollegen von Parkside, die haben es gemacht, die, ne, gucken einfach auf Bosch-Kantenfräse. Ja, genau. Der geht ja so ein bisschen in den Milwaukee M12 Formfaktor. Ja. Haben wir den schon mal getestet? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht mal mehr, ob wir den haben. Aber das ist so ein klassisches Beispiel. Und die Parkside-Leute werden ihre chinesischen Kollegen drüben haben und die sagen, pass auf, baut uns mal so ein Ding und dann setzen die sich da dran und machen das. Ne? Natürlich auch nicht von heute auf morgen. Aber das haben wir, glaube ich, auch in dem Video auch schon gesagt. Also die sind halt echt nicht dumm. Die gucken echt wirklich, die sagen, okay, wir brauchen nichts selber entwickeln. Wir gucken einfach nach links und rechts, was die Großen machen und wir machen es einfach nach. So, ne? Und das haben die da gemacht, das haben die bei den Hohen gemacht, das haben die bei der Fräse gemacht. Jetzt auch mit dem Performance-Akkuschrauber etc. Das ist halt schon so rein von den Strukturen, wer dahinter steht, gar nicht so blöd. Ne? Und ich bin halt echt gespannt. Also wir sagen halt auch immer so low budget, aber jetzt auch wirklich dieser Sprung mit dem 12 Volt Performance Gerät, das ist, war halt wirklich schon ein guter Schritt für die. Und ich weiß halt nicht, wie es weitergeht, ne? Aber ich denke mal, jetzt sind die auch echt auf einem guten Pfad nach oben hin. Und ja, warum soll das nicht auch irgendwann mal auch noch bessere Maschinen werden, so dass sie auch wirklich auch super mithalten können, auch mit Profigeräten, ne? Ja gut, irgendwo ist der Preis, ne? Ja klar, aber also man weiß ja nicht. Also die Frage ist ja, ob der ein Parkside-Kunde wird nicht bereit sein, so viel zu geben. Und jetzt Parkside ist ja auch kein Early, also aber vielleicht ändert sich Parkside das ist ja nicht innovativ in dem Sinne. Die sagen ja nicht, wir entwickeln jetzt ein Produkt, sondern wir haben ihre Zulieferer. Wo war Bosch innovativ in den letzten Jahren? Auch nicht wirklich präsent. Biturbo, hier ja, aber 12 Volt. Ja, Kantenfräse, Akku. Ja, wie alt sind die Maschinen? 3 Jahre? Nee, länger. Warte mal, war ich noch nicht hier, da gab es das Video schon von dir mit den. Ja, aber es war dann aber auch relativ neu. Sag mal 4 Jahre oder so. Ja, aber ist das gut? Lass es 10 Jahre sein. Nee, 10 Jahre. Nein. Aber ich denke schon so 4 bis 5. Also ich finde Bosch, also das ist, weiß ich nicht. Ich finde Bosch könnte innovativer sein. Ja. Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich jetzt einfach mal so überlege, dass es wirklich jetzt nicht gesponsert oder so, aber für mein Empfinden ist Milwaukee momentan der innovativste Hersteller mit bei Akkuwerkzeugen. Mhm. Ne? Also Makita hat ja auch sehr viel, aber auch mit dem Akkusystem irgendwie. Aber Makita, glaube ich, Volt. Auch mehr dann halt auch im 18-Volt-Bereich tatsächlich. Ne? Also da haben die wirklich, glaube ich, das größte Maschinenportfolio. Und Milwaukee fährt halt so zweigleisig, sowohl halt 18 Volt als auch 12 Volt, wobei die ja auch sagen, es gibt auch genügend Maschinen, die man auch wirklich im 12 Volt Bereich betreiben kann, ne? Und ja, das ist halt das Coole daran, ne? Aber ich glaube, es ist echt ein eigenes Video, so die 5 M12 Geräte oder sowas, ja. Top 5 M12 Geräte. Bosch Zwangsrotationsschleifer schreibt hier jemand, GSR 12 Volt gibt es seit etwa 10 Jahren. Nadine Völpel, ob wir Truppe mal einladen können. Der Truppe wohnt ja relativ weit weg, also der kommt nicht mal eben so vorbei.
Aber es gibt doch alte Videos, da könnt ihr Truppe und mich sehen. Legendär das Dickenhobel-Video. Dickenhoben. So, und was war eben noch? Ja, die Must-Have-Maschinen vom M12 Milwaukee-System. Also den kleinen Akkuschrauber mit den Wechselbohrfuttern. Klar, dir ist er zu groß, aber der hat echt Iban. Ja. Dann, was ich sehr gerne mag, ist einfach der kleine M12 Akkukompressor. Mhm. Den nutzen wir auch regelmäßig. Ja, der Search. Der M12, haben wir den wieder hier ja, an der Wand? Ja. Ist das der? Ja. Oder der. Oder? Ich muss einmal zur Toilette. Ja. Mal Pipi machen. Muss Pipi machen? Ja, ich muss den Ton ausmachen, ne? Du musst es muten, sonst bist du wie bei Nackte Kanone. Kennst du das? Ja. Ich bin gemutet, oder? Ja. Alter, ich sinke dich. Ich mache jetzt komische Geräusche. Als Bauch, ich kann ja Bauch reden. Genau, was haben wir hier? Ein 3-Ampere-Stunden-Akku, das ist ja der größte. Und dieses Ding ist ein Drehschlagschrauber, aber, kann ich jetzt schlecht zeigen, im Schlagbetrieb wahrscheinlich. Ja, der läuft ja jetzt nur im Leerlauf. Der hat diese hydraulische Dämpfung und ist sehr leise für einen Drehschlagschrauber. Also da kannst du eigentlich so ohne Gehörschutz, würde ich mal sagen, mit arbeiten. Der bringt nur 50 Newtonmeter, aber im normalen Schraubbereich in dieser Größe reicht das vollkommen. Schönes Gerät, hat auch hier so eine Gummierung vorne. Das heißt, wenn du irgendwo rumschraubst im engen Bereich, Kfz oder was weiß ich, dass du hier nicht irgendwas verkratzt. Der hat das hier nicht, aber da haben wir was, was es als Zubehör gibt. Und zwar hier so ein Schlagschrauber-Pariser, hier so ein Überzieher, der das ganze Gehäuse auch nochmal gummiert. Ob das Must-Have-Geräte sind, würde ich nicht sagen. Das kommt ja immer auf den Einsatz an. Aber dieser Schlagschrauber macht ja über 300 Newtonmeter Moment. Da haben wir den ja auch mal gezeigt beim Radwechsel. Das hier ist im Prinzip eine Ratsche. Funktioniert ähnlich so von der Bedienung wie so ein Druckluftgerät, weil die haben auch diese Schalter und du kommst halt in enge Stellen, ist aber auch ja, im Kfz-Bereich so ein Teil. Und hier, da fehlt jetzt die Lötspitze. Cooles Gerät, 12 Volt Lötkolben. Denn ich habe ja auch früher viel so im Kfz-Bereich mit KHFI und Navigation so gemacht. Und da hatte ich so Gaslötkolben und mit denen hatte ich nie Glück. Oder die waren immer Mist, die ich gekauft habe, aber entweder waren sie dann gerade mal leer und ich hatte die Füllung nicht dabei oder die waren kaputt. Und so ein Akku-Lötkolben ist echt mega. Weil dann schaltest du ein, der ist ruckzuck da, du hast hier eine Beleuchtung drin. Das sind so Sachen, die gibt es hier alle bei Bosch zum Beispiel nicht. Also ihr könnt ja schreiben, wenn ich jetzt Blödsinn rede, aber Lötkolben kriegst du nicht, sowas kriegst du nicht bei Bosch. Hier so einen schallgedämpften Schrauber und den großen auch nicht. So. Ich glaube, der Leser kommt wieder. Genau, da schreibt man hier einer M12 Blindnietpistole. Genau, dann gibt es einen Geradeschleifer, die Kartuschenpistole, Baustellenleuchte. Bringt ihr noch einen Mini-Container mit eurem Label raus? Was meinst du mit Container? Wir hatten ja das Thema mit den... So eine Mulde. Genau. Wir hatten ja das Thema mit den großen Systemern, aber das haben wir durchgerechnet, das rentiert sich nicht für uns. Oder wäre für uns ruinös, weil wir kommen von den Preisen nicht irgendwie auf ein Level, wenn wir die in unserem Design fertigen lassen, weil zum einen, du bekommst ja diese Kombination so nicht aus dem Katalog. Das wird extra dann für dich gemacht. Dann werden diese Dinger noch da irgendwo produziert. Dann kommt der Druck da drauf. Und da passt das ungefähr. Aber bei den normalen Systemern, da kriegst du so einen Systemer irgendwie, ja, weiß nicht, für um die 20 Euro leer. Oder lass es 25 sein. Und wir würden im Einkauf schon 40 zahlen. Und dann kannst du das nicht unter 60 Euro verkaufen. Das geht nicht. Und
Da würde ich jetzt denken, okay, das Ding kostet irgendwie 25 bei Amazon, normal, wenn nichts draufsteht. Und wenn jetzt das in Bauform-Style kommt, kostet 60 Euro. Ich glaube, dann fühlen sich Leute schnell abgezockt. Und das will ich vermeiden. Beziehungsweise ich denke auch, die Leute würden es dann nicht kaufen. Und wenn du dann mal eben, was weiß ich, ja, mal eben dafür 8.000 Euro Systena rumliegen hast, die du dann nicht losführst, ist auch dann doof. Dann kannst du die nächste Drehmomente-Prüfeinrichtung nicht kaufen. Tatsächlich nicht. Dann müssen wir die wieder verkaufen. Ui. Das wäre auch schade. So, genau, Hubert Oberreiter schreibt, bei Dewalt kommt auch nichts Großartiges. Ja, das finde ich auch. Also ich bin von Dewalt, weiß ich nicht. Wann kommt mal wieder ein Bagger-Video? Ja, wenn ich mal wieder baggern darf. Aber auch da, das ist alles momentan. Es wird wahrscheinlich im Sommer wird's wieder was geben, wo ich auch unterwegs bin. In der Sache, da habt ihr auch schon mal was gesehen. Mehr kann und will ich aber nicht verraten. Und es ist ja auch so wieder diese Sache so Richtung Herbst, September. Da sind ja vielleicht auch wieder Messen am Start. Da haben wir auch wieder Sachen in Planung. L-Box Mini wäre von euch geil, aber die L-Box Mini, gibt es die überhaupt? Ich glaube, da gibt es, aber gibt es die? Also ich glaube, nee, also eine ganz kleine. Es gibt ja so eine. Ich glaube, die meinte der. Ja. Habe ich aber auch durchgerechnet, das lohnt nicht. Ne? Wobei die auch nicht so cool ist, muss man sagen. Also nee. Es gibt die Größe ja auch noch als Sustainer und das ist mit dem T-Log etc. Das ist alles wieder viel, viel cooler als bei der L-Box tatsächlich. Ja. Meinung zum Works 20-Volt System, die sind auch gut aufgestellt. Ich weiß nicht, haben wir einen Works Akkuschrauber. Hier, ist der hier? Das ist der Fake Makita. Wie Splint oder was? Hier ist auch hier ist er. Hier ist auch noch. Ja, aber der Akku weiß ich nicht, wo er ist. Ist das mit 20 Volt deklariert? Ja, ich frage mich ganz ehrlich, die Marke, ne, die ist vielleicht nicht schlecht, aber du hast nicht so eine Verbreitung und ich würde mir jetzt denken, okay, wenn ich jetzt bei Null anfange, warum soll ich mir jetzt einen Works kaufen? Der so ein bisschen exotisch. Also ich glaube, du kriegst ihn je nach Baumarkt. Aber die sind vom Ökosystem, ist das nicht... Weiß ich nicht. Schwierig, ne? Also, schwierig. Wenn man das vergleicht mit Ryobi oder sowas, dann... Also es fällt ja manchmal schon schwer, wo sie sagen, okay, nehme ich jetzt Metabo oder Bosch oder Milwaukee. Wobei, da hätte ich eine klare Antwort. Welche Antwort hast du denn gerade? Also ich würde immer jetzt auf Metabo tendieren, tatsächlich. Ja, weil du den einen Schrauber so gut findest. Ja, und weil die anderen Sachen auch nicht... Also der Winkelschreiber ist auch grandios. Also mit dieser Funktion, mit dem Akku zu drehen, also das ist schon cool. Und Taubsäge ist auch gut. Ja, ich wollte mich gerade sagen. Das ist immer ein richtiges Brett gewesen, was sie da geliefert haben. Die Kameraden sind auch gut. Ja. Das ist jetzt der 12 Volt, aber den gibt es ja auch noch baugleich als 18 Volt. Also das... da sehe ich mich schon, da sehe ich mich drin, also mit Tabu. Ja. Soll ich jetzt mal so ein bisschen mal aufbauen? Wichtel F. einschreibt, die Mini-L-Box kostet bei Hornbach auch nicht so viel, nur 4,95. Ja, Leute, aber vielleicht nimmt Hornbach auch vielleicht 100.000 Stück ab. Und dann sind natürlich die Preise ganz anders, als wenn jetzt so ein Brockschmidt sagt, ich will mal 5.000 Stück haben. Das ist, ich weiß auch nicht, ob das die normale Mini-L-Box ist, die dann quasi ungebrandet ist, oder ob das dann ein Giveaway oder so quasi so ein Merchandise von Hornbach ist mit einem Druck drauf. Aber allein dieser Druck kostet ja schon. Ich bin jetzt in den Einzelpreisen nicht so, aber ich glaube, allein dieses Ding, das hier das draufsteht, kostet irgendwie schon fast einen Euro oder so im Einkauf. Deswegen, ich hatte das auch schon mal zwei, drei Mal, dass mir Leute geschrieben haben, ja, aber hier von Festo Original kostet, kriege ich das Ding für 6 Euro. Ja, dann musst du dir das kaufen. Da kann ich auch nichts für. Michi Beck schreibt, seid ihr auch mal auf einer Kfz-Werkstattmesse vertreten? Wir waren bisher noch nicht da, aber ich war schon früher mal auf der Automechaniker. Und wir haben natürlich auf jeden Fall Lust. Was haltet ihr von Lux Tools? Ja, ist im Prinzip ja mehr oder weniger so eine Eigenmarke von Obi. Ich muss sagen, ich war letztens im Hornbach und habe da, boah, wie heißen die, WBG oder G, irgendwie so drei Buchstaben, wisst ihr bestimmt. Die haben, glaube ich, so weinrote Griffe.
Da habe ich ein paar Werkzeuge gesehen. Wir hatten auch einen, war das schon gesendet, diesen Rollgabelschlüssel mit der Knarrenfunktion. Der war von der Marke. Und bei Hornbach, also das wirkte jetzt auch nicht so schlecht. Also fand ich ganz okay, was da so hing im unteren Preisbereich. Auf Würth-Geräte warte ich schon ewig bei BF24. Können Sie leisten, kosten Akkuschrauber 80.000 Euro. Ja, also erstmal kosten Geräte relativ viel. Du bezahlst natürlich den Service als Gewerblicher. Und bisschen laut, ne? Ja. Sorry. Die Kollegen hier im Haus haben ja bei Würth auch schon mal angefragt, ein, zwei Mal wegen Testmustern. Das ist aber ins Leere gegangen. Da hat sich irgendwie niemand verantwortlich erklärt. Nee, Andi schreibt bei Hornbach, das ist nicht BGS. BGS haben wir ja auch. So, ich brauche schon mal ein bisschen auf. Habt ihr Erfahrung mit Akkugeräten von Globus Prime Master Pro? Haben 7 Jahre Garantie? Ja, wenn die Firma dann in 7 Jahren noch existent ist. Also das bei so Baumarkteigenmarken, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Wenn du vielleicht irgendwo bist und brauchst jetzt dringend irgendwas und kriegst es nur da, aber jetzt ein Ökosystem auf sowas aufzubauen, warum? Also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich günstig kaufen müsste, dann würde ich irgendwo wahrscheinlich doch bei Parkside oder bei Einel oder sowas. Aber jetzt so eine Baumarkt-Eigenmarke fühle ich jetzt nicht so. So. Und jetzt bauen wir einfach ein 18 mm USB. Das war der Test für heute Abend. Ist André der Chef, schreibt einer. Ich habe nichts zu sagen, nichts zu melden. Passt jetzt da 5 Steine nebeneinander? Könnte eng werden, ne? Ja, du kannst auch ein bisschen quatschen, ich wollte mal ein bisschen aufsuchen. Ja. Bin ich der Chef oder gibt es da irgendwelche Hintermänner? Illuminaten. Was halten wir von historischen Werkzeugen? Oder finden wir cool, ne? Kann ich dir helfen? Festhalten, fixieren? Weißt du was? Ich zieh mir mal eben andere Schuhe an. Wieso? Achso, ja, auch so. Ja, wegen S3, ne? Gedöns. Ja, der fällt eh dann hinter die Stahlkappe, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn das fällt, dann fällt immer hinter die Stahlkappe, ist so. So, hier, Jungs, jetzt sieht ihr mich mal ein bisschen wohler an. Ich bin jetzt schon aus der Puste, ne? Nicht daran, weil ich keine Mantaplatte gekriegt habe hier. Hätte ich das vorher gewusst. Bin ich gar nicht gekommen. Ja, 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 ja. Ich sehe schon die Kommentare wieder. Der kann eh nicht arbeiten, dies, das. Das kommt bestimmt. Alles zu eng hier, ne? Ey, du musst doch mir ein bisschen hier so ein bisschen abfeilen, wenn ich hier so einen Stein drauf lege mit Konfetti und sowas, Alter. Und immer wichtig, jedes Mal, bevor man den neuen Stein anlegt, erstmal Hose hochziehen. So, jetzt aber gleich das Konfetti, Junge, sonst gibt's Ärger. Hast du schon gemacht? Nice. Danke. So.
da schiebst du gar nichts mehr, ne? War hier noch ein Meißel oder sowas? Das ist ja geil. Der Trolley. Der Trolley. Ja. Weil, ach guck mal, hier sind sogar Ersatzkohlenbürsten. Mhm. So. Guck mal, man kann sagen, was man will, ne? Aber da ist der Chinese spendabel. Weil du kriegst so ein Parkside, kriegst du die Ersatzbürsten dabei und wahrscheinlich ist hier noch Meißelfett oder sowas. Aber hier ist so eine Girlande dabei. Genau, das wird Meißelfett sein. Wir haben eine Donation von Hort bekommen und er oder schreibt, könntet ihr mal ein Video über Sicherheitskleidung, Schuhe, Hose etc. machen und weiter so. Ja, vielen Dank für die Donation. Thema Sicherheitskleidung, Schuhe. Ich habe nur Schuhe. Habe ich schon mal zu Herstellern Kontakt gehabt. Die hatten aber irgendwie keinen Bock, mal was zu machen. Kannst du einmal kurz zur Seite gehen? Und jetzt so Kleidung. Ja, das kannst du ja nicht mal eben so machen. Also, danke. Dann müsste schon auch etwas Substanz haben. Nein. Und deswegen, wenn ich denke, dass wir das nicht gut machen können, dann lasse ich es. Das ist ein amtlicher Block, würde ich sagen. Das ist amtlich, ja. Aber unser Duell, da brauchen wir einen SDS-Meißel noch. Dieser Meißel? Wir wollen noch bohren. Wie willst du mit dem bohren? Ja, das ist Abbruch, aber ja. Wir können ja mit dem gegen den anderen Bosch bohren. Ja. Ja. Wir haben es eigentlich mit Meißel durch jetzt. Haben wir den nicht noch mit Kabel? Wir haben noch einen großen noch mit Kabel. Musst du auf dem Dachboden mal gucken. Ja, willst du mal gucken? Weil dann wäre das ja nochmal gegen das Kabelgerät. Dann ist natürlich Skandal. Weil da das Thumbnail. Das wussten wir ja natürlich. Genau, das wussten wir. Skandal. Skandal. Sebastian Pfennig schreibt, er fragt sich, ob jemals jemand die Kohlen benutzt hat, die bei so einem Gerät dabei waren. Ich glaube aber, das ist gar nicht so unclever, weil diese Bürsten, das ist ja ein absoluter Cent-Artikel. Und jetzt stelle ich mir vor, das Ding ist irgendwo beim Kunden, der benutzt das wirklich auf einer Baustelle und was weiß ich, nach 100 Stunden sind die Bürsten. Und dann wird er das einschicken, weil er hat ja noch Garantie oder was auch immer oder Service. Und dieser ganze Rattenschwanz, der dann da bei rumkommt, dann ist es vielleicht viel cleverer, dass der Besitzer da irgendwie so Bürsten findet und dann sagt, okay, das hau ich mal eben da rein, schraub's auf und weiter geht die Fahrt. Also das Ding ist relativ heavy, muss man sagen. Ja, sofort, ey. Ich bin gerade am Gange. Ich bin sofort fertig, so. Okay. Nicht so ungeduldig. Hier schlägt jemand vor, wir sollen mal Schraubzwingen drum machen, aber die wussten nicht, dass du gerade da unterwegs bist. Simon fragt, ob wir einen eBay-Kleinanzeigen-Account haben, um Geräte aus dem Fuhrpark, aus dem Maschinenpark zu verkaufen, statt Flohmarkt. Ja, wir haben einen eBay-Account. Wir haben ja zum Beispiel auch mal diese Benefizaktion gemacht oder Auktion mit dem Hobel. Ich sehe gerade, dass die umfallen, aber ich habe jetzt Sicherheitsschuhe, ne? Stahlkappen drauf. Was soll umfallen? Naja, das wär lustig, wenn irgendwas. Das fällt nicht. Was nein, so fällt das ja, so kann das nicht. Außer Domino-Effekt. aber das Ding ist, wenn wir jetzt das alles einstellen, dann muss ja der ganze. Dann muss das ja auch alles geregelt werden, dass das Zeug verschickt wird, Zahlungseingänge und so weiter. Und das wollen wir eigentlich nicht. Weil das wieder ziemliche Arbeitslast dann hier ist für die Leute im Büro. Die im Home gucken, ne? Ja. Denn ich weiß, also beim Flohmarkt, wir hatten bestimmt
weiß nicht, so 200 Artikel, würde ich jetzt mal so schätzen, grobe Richtung. Und das ging ja hier quasi im Sekundentakt weg. Und dann hatten wir die ganzen Rechnungen aus unserer Warenwirtschaft, da sind ja die Artikel verbucht oder eingebucht, dann konnten wir das irgendwie da so ausbuchen und vordrucken und vorbereiten und jeder hat eine Rechnung bekommen und es wurde bar bezahlt und dann war das Ding geritzt. Aber tatsächlich haben wir mittlerweile zum Teil ein Platzproblem, weil wir wirklich die Lager voll haben. Wobei wir auch nicht alles verkaufen, weil wir ja auch immer so ein bisschen Referenzen haben wollen. Das ist ja gerade das Schöne, du greifst hier in den Schrank und hast mal irgendwie so ein paar Bohrhämmer, die du miteinander vergleichen kannst. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. So, Moritz fragt, ob die Wolfkraft Einhandzwingen gut sind und ob die halten. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht. Sind robust, sind flexibel und gerade diese Einhandzwingen-Funktion, dass du die auch mit, wenn du die in einer Hand hältst und irgendwas zwingen willst, dass du die auch wieder aufmachen kannst, das ist Gold wert. Max braucht ein eigenes Format, das Schweigen des Leser. Jakob schreibt, eure Meinung zu fein, sind die Preise gerechtfertigt? Kommt im Einzelfall drauf an, aber grundsätzlich sind die Dinger schon gut. Ne? Also feines Werkzeug, gerade hier Multimaster und so. Philipp schreibt, neuer Power-Shootout. Momentan nicht geplant, weil ich glaube, dafür haben wir noch zu wenig neue Kandidaten, die wirklich Oberklasse sind, also von der Performance her. Migut oder God, was haltet ihr von Mirka Schleifer? Finde ich super. Wir haben hier in der Werkstatt Mirka, dann haben wir so ein Mirka-Klon, so ein Mensa, den habe ich schon, weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so gekauft. Haben wir auch mitgearbeitet, ist okay. Mich überzeugt er aber nicht so hundertprozentig. Mirka finde ich schon gut. Hat seinen Preis, aber der Preis tut einmal weh. Aber jedes Mal, wenn du es dann benutzt, freust du dich über die Qualität. Gibt es zu der Flott im Hintergrund ein Video? Ja, es gibt das Video oder die Flott hat schon einen Auftritt im Video über Werkzeug Made in Germany. Und bei Made in Germany gibt es auch noch einen dritten Teil. Ralf schreibt, habt ihr schon mal mein Paket ausgepackt? Ja, Ralf, du müsstest schreiben, welches Paket das war. Johannes schreibt, Mirka ist absolut preiswert, also im Preiswert. Hätte ich vorher gewusst, wie geil er ist, hätte ich ihn eher gekauft. Ja. Also wir haben hier zum Beispiel zwei Schubladen. Ich weiß nicht, sieht man das in der Kamera? Nee, das wird durch die Steine. Ja, so ein bisschen, doch. Ja, pass auf, machen wir mal hier so, da. Jetzt sieht man da, da ist so eine Schublade hier. Und da sind zum Beispiel die ganzen Mirka. Schleifmittel drin. Und das sind ja diese Abranet Schleifvliese oder Schleifnetze. Da kannst du quasi durchgucken. Deswegen ist die Staubabsaugung auch
entsprechend gut, das muss man schon sagen. Also Staubanfall so in der Umgebung, es geht gegen null. Ich meine, auf der Oberfläche, wenn du Holz schleifst, da merkst du schon, dass da so ein bisschen Staub noch ist. Aber wenn ich das dann zum Beispiel öle oder so, da gehe ich ja mit so einer, mit so einem Staubsauger, mit so einer Pinselbürste nochmal drüber. Und das funktioniert echt super, ne? Ich habe jetzt nur Oberflächen geölt und dann nochmal einen Zwischenschliff gemacht und dann sitzen die natürlich auch von dem Öl relativ schnell zu. Ich weiß nicht, ob es da einen Trick gibt. Ich weiß ja zum Beispiel, wenn du generell so Schleifbänder hast oder so, dann kannst du mit so einem Kunststoff-Dingen oder als Trick, als Lifehack auch so eine Plastiktüte davor halten und dann werden die wieder frei. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Weiß nicht, ob das auch geht. Sebastian, ich soll mal ordentlich rülpsen. Nee, lass ich mal. Normalerweise im Fernsehen trinken die auch, glaube ich, nichts mit Kohlensäure. Aber wir sind ja nicht beim Fernsehen. Außerdem, es guckt ja auch keiner. Wie sind eigentlich unsere aktuellen Statistiken, Herr Nils? Wie, haben wir schon 1000 Daumen hoch? Das ist aber schwach. Wie viele Zuschauer haben wir gerade? 2000. Das ist gut. Aber 400 Daumen hoch, Herr Leser, das ist ja, so können wir nicht arbeiten. Nee. Ich stelle mich jetzt hier hin, ich mache nichts mehr. Bevor ich nicht mal die ein paar Daumen hier da. Ist aber genau das gleiche Gerät, ne? Ja, aber interessant, ne? Ist wirklich 100% der gleiche Formfaktor? Ja, ne? Also Schlagzeug auch. Das Mikrofon wieder machen, ne? Also ja. Wo sind eigentlich die anderen Bohrer, die 20er? Okay, das sehe ich mit. Das waren SDS Plus Bohrer. Ja. Ja. Ich hab die nicht. Die liegen noch hier. Nein, diese hier. Das sind, ich habe nur zwei. Die sind ja unterschiedlich lang. Ja. Ja, sind unterschiedlich lang, aber die sind heute oder gestern gekommen, ne? Ja. Jonathan schreibt, das Video hätte keinen Anschauungswert. Wir sollen endlich anfangen. Nein, es ist live. Und man muss auch sagen, wie spät ist das jetzt? Ja. Ich habe auch schon 15 Stunden auf der Uhr. Da ist man schon etwas mellow, ne? Ja, Martin W. schreibt, muss eigentlich der langsame Modus im Chat sein? Also wir haben da eine Verzögerung eingebaut, dass ihr quasi nur alle 60 Sekunden was tippen könnt. Das muss offensichtlich sein, weil es keine Chat-Disziplin gibt. Wir hatten das ja irgendwie den ersten Livestream oder auch den zweiten und da war Alarm. Da hast du halt jede Menge Spammer, die da auf Dauerfeuer sind. Und das funktioniert nicht gut. Also in dem Fall ist dann der Ehrliche der Dumme, aber ja, liebe Grüße aus Billerbeck, Grüße aus Rinkerode zurück. Der Ralf sagte, hier, das Paket mit der Alf-Box. Ja, Ralf, das haben wir nicht ausgepackt, aber wir haben schon das Gösser getrunken und von den Zutaten geschwärmt und über Alf philosophiert. Genau, Markus schreibt es gerade. Fan schreibt gerade wahrscheinlich über die Rotex, weil der eine Zwangsrotation hat und als Exzenter. Und damit läuft er aber wie der Bosch GET, das sind ja auch, die haben ja diese Turbostellung. Habe ich auch neulich noch mitgearbeitet. Ja, Billerbeck müsste im Münsterland sein auch irgendwo. Ne? Ich meine, ich war schon mal in Billerbeck. Gibt ja so Orte, da weiß man, man war da schon mal, aber man hat keine
weiß, kann sich ansonsten nichts mehr erinnern. Genau, und wenn wir den 60-Sekunden-Delay in dem Chat nicht drin hätten, dann würde das so rasseln, dann kommst du auch mit dem Lesen gar nicht mehr dabei. Ja. Genau, Nähe senden ist Billard weg, genau. Grüße aus GE, Gelsenkirchen, Ruhrpott. Grüße aus Mönchengladbach. Ja, Grüße in den Pott. Ach, die meinst du? Ja, genau, die meinst du. Sollte man die Platte noch fixieren oder ist das so schwer, dass das bleibt? Ich glaube, das. Es könnte aber, oder? Das sehen wir jetzt. Ja, ja. Okay, was ist der aufkommende Plan? Einfach bohren, ne? Ich weiß ja nicht, was ihr von dem Gerät haltet, aber ich habe erst so gedacht, dass die Position des Akkus irgendwie komisch ist. Aber dann habe ich mir überlegt, okay, wo sollte der Akku sonst hin? Denn die Kollegen von Bosch haben wirklich den Kabelkollegen hier so ein bisschen als Vorgabe genutzt. Ich kann den natürlich jetzt nicht so abstellen wegen des Kabels. Und wenn ihr euch die mal so anguckt, das könnten Brüder sein. Brüder sein oder Geschwister. Hm? Ach, hier hat jemand 5 Euro gespendet. Geil. Er hat einen geilen Meme mit so einem Hamster. Weißt du, was ich letztens gesehen habe bei YouTube? Es gibt Hamster-Videos. Die haben, was ich, 100 Millionen Views. Da setzen die so Hamster in so Dioramen. In so quasi so ein Abenteuer-Adventure-Parcours für Hamster. Also, weißt du, hast du das mal gesehen? Oder Nils, habe ich das nicht mal gezeigt? Haben wir uns das nicht mal zusammen angeguckt? Alter. Also es ist wirklich so ein Hamster, das ist wie so eine Abenteuer-Geisterbahn oder so auf dem Jahrmarkt. Mit so Falltüren. Hä? Mit Action-Camps in dem Stall? Oder? Ja, ja, mit Action-Camps und dann sind da wirklich so Falltüren oder sind so, was weiß ich, so eine Todessäge, die immer runtergeht. Und dann ist ja dieser Hamster, der schnüffelt da so. Und dann geht es einfach vorbei. Ist natürlich irgendwie alles aus Pappe, also dem Hamster wird nichts passieren. Aber da dachte ich, Alter, was ist das für eine Arbeit, das Ding da zu machen? Und dann hatte der Kollege mal irgendwie 80 Millionen Views. Aber du, das ist eigentlich so Sachen, das ist so ein bisschen wie Hundekacke auf der Straße. Du willst da eigentlich nicht reintreten. Ab und zu trittst du aber doch rein und ab und zu landest du bei so einem Video und dann kannst du nicht ausschalten. Und du denkst, was ist das? Aber das war jetzt kein Trash, ne? Weil alleine diese, ihr müsst euch das angucken. Vielleicht kennt das ja auch einer von den Zuschauern. Mach mal ein Video über deine Uhren. An wen gilt das? An dich, Leser. Du bist ja der Uhrenfreak. Was für Uhren? Schreibt er noch. Wie heißt er nochmal? Gebauer einladen? Marc Gebauer, jo. Den Gebauer, ja. Ich glaube, du hast eine teurere Uhr als ich, ne, oder? Kann man sein. Ja. Ja, vor allem, du hast eine Rolex. Und eine Rolex. So, was machen wir? Nein, ich habe keine Rolex. Ich hätte gerne eine Rolex. Aber ich habe mal angeklopft. Ja, ja, bei mir, was? Nee, wie lange Wartezeit ist beim Händler? Ja, und? Dann setzt sie auf den Arsch. 8,5 Jahre. Nein, für was? Für eine Rolex. Irgendeine? Nein, schon, das ist ein GMT Master 2. Brauchst du 8 Jahre. Andere Modelle, wie zum Beispiel Daytona etc., sind mehrere Jahrzehnte. War das zum Beispiel 20, 30 Jahre drauf. Aber ist das nicht auch so ein bisschen künstliche Verknappung? Auf Jalla machen? Also wenn ich sage, okay, komm, die kostet 8,5. Ja, dauert 2 Jahre. Ja, komm, ich gebe dir 13. Her damit. Ja, machst du beim Händler nicht. Das machst du beim Graumarkt, wie bei Marc Gebauer. Okay. Da kriegst du die sofort. Ja, dann gib mir mal die Nummer von dem Gebauer. Ja, aber da zahlst du ja natürlich, da zahlst du ja nicht Listenpreis, ne? Ja, ist das so? Bei Gebauer muss ich immer an Bang Boom Bang denken. Wieso? Ja, weil Kampmann hat jemand von der Versicherung oder ein Arzt. Und der hat einen Gutachten gefaked, damit er
der Fußballer, der Andi, die Versicherung bescheißen kann. Nee, damit der Kampmann mit dem Andi die Versicherung bescheißen kann. Ja. Ja. Also, Bang, Boom, Bang, Kenner wissen. Wo sind die Brillen? Ich habe die schon wieder weggetan. Du hast sie vorhin rumgetan. Ach, da sind sie doch. Da. Aber ganz ehrlich, ne? Ich fände eine Rolex schon cool, aber ich denke, mit der Kohle kann ich andere Sachen machen. Kannst du ja wieder verkaufen, die Rolex. Deswegen ja, Listenpreis ist geil, dann kannst du sie für mehr wieder verkaufen. Hm. Muss halt also, wenn ich einfach so sagen, okay, ich möchte eine Rolex haben, dann würde ich mir für das Geld lieber noch ein Motorrad kaufen. Ich nicht, ich würde eine Rolex. Oder das Geld ins Depot legen und sparen. Ich würde eine Rolex kaufen. Also das sieht auch, denke ich, also das dauert noch ein paar Jahre, aber dann irgendwann habe ich mal eine echte. Oh, heißer Tipp von Carsten. Fahrt in die Türkei, da gibt es die Rolex für ein 20. Ja, siehst du, was erzählst du denn? Ja, ne. Hm? Ganz, so, ganz oder gar nicht. Den will man jetzt hier ein Loch oder rein, oder nicht? Mhm. Also ich bin feuerbereit. Mit ihnen oder ohne ihn, Herr Burgschmidt? Ey, Alter. Ich muss das Ding hier erstmal putzen. Wieso? Du willst mich sabotieren, weißt du? Du hast dir die Brille mit Öl eingesprüht, dass ich hier so Doppelbilder habe. Es geht ja auch im Dunkeln. Es gibt auch so ein Partyspiel. Da sind so Brillen drin, die halt total Lupenbrillen sind. Da siehst du gar nichts mehr. Und da musst du irgendwelche Aufgaben machen. Party. Zum Beispiel auf Toilette gehen. Das gibt's gar nicht mehr. Party? Kennt keiner mehr. Stimmt, Party gab's mal. So. Ja, komm jetzt. Jalla. Vielleicht eine Zuschauerfrage. Rolex ist eine Wertanlage im Safe. Das Geld eher nicht. Naja, das Geld legst du ja auch nicht in Safe. Ne? deck das Laptop bitte ab. Das hört sich schlau an. Können wir einfach zuklappen, oder? Ich hab auch dann geht es ja alles aus. Nein, geht nicht aus. Ja, es geht. Ja, doch. Aber dann ist es verschoben. Das ja, genau. Hab ich jemand? Hey, meine Jacke. Ja. Und wenn jetzt jemand einschaltet, die ominöse Frage, was macht das Schleifvlies da? Es ist wichtig für den Versuchsaufbau. So. Sollte eigentlich alles abgedeckt sein. Ja. Ja, okay, jetzt werden wir erstmal durch oder irgendwie zwei, drei Löcher hintereinander. Erstmal soll man vielleicht ein Loch auf Probe machen. Ich weiß nicht, ob das sich eventuell doch verschiebt, das ganze Ding. Ne? Ja. Soll ich einmal? Nee, wir mach machen du mal. Wir machen parallel. Achso, wir machen parallel. Ja, genau. Jemand fragt, ob uns schon mal ein Motor im Akkubohrer abgebrannt ist. Also, aber einige. Mhm. Also. Uns ist diese Woche ein Akkuschrauber kaputt gegangen. Ja, genau. Mein Lieblingsakkuschrauber. So, pass auf. Also, ich habe jetzt hier Programmmodus und so. Auto, Favorite, Soft. Also Auto, ist alles gut. Du hast deine Leistungsregelung auf voll. Ja. Ich habe den guten 12 Amperestunden Procore Ballermann dran. Ja. Der ist auch voll. Boah, das ist schon... Wo wollen wir ansetzen? Weiter oben, ja, ne? Ja, scheißegal. Ja, wir dürfen nicht so weit außen, weil dann ist nicht, dass das Zeug wegsprengt, weißt du? Ja. Alter, das wird stauben, ne, oder? Ja, wir gucken mal. So, gebt Nils das links. Was? Hm? Was, wie bitte? Ich höre gar nichts, muss ich sagen. Ja, gut. Okay, dann mach ich das, okay? Ja, okay. So, einmal kurz an, muss mein Schlag. Ah ja, okay. So, 3, 2, 1, los. Vielleicht nicht unsere beste Idee gewesen. Alter, ja, live ist live, ne? Boah, was eine Sauerei. Mein lieber Kokoschinski. Aber, Alter, das kann doch nicht. Die sollen von den Werksangaben gleich sein? 12,5. Und Schlagzahl? Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Ihr könnt ja mal in den... Boah, das war eine richtig dumme Idee, ne? Ich muss morgen alles sauber machen. Scheiße. Boah, guck dir das mal an. Wir hätten die Absaugung hier installieren sollen. Herr Leser. Ich hätte keine Ahnung, können, dass man bohrt, dass es stauft. Ich sage jetzt nicht, dass der Leser sich neulich aufgeregt hat, weil ich hier am Wochenende gearbeitet habe. Ja, und wie sah die Bude aus? Und weil, ja, aber ich war auch noch nicht zum Aufräumen gekommen, Kollege. Da hat er sich aufgeregt und jetzt könnte ich ja mal die Retourkutsche hier. Alter, die müssen unbedingt Staub saugen. Scheiße. Wir haben ja jetzt einen neuen Akkusauger hier. Boah. Aber das, also, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber da ging nicht so viel. Deiner ging echt... Den Festo kann ich nehmen, ne? Das hast du letztens auch noch genommen, ne? Ja. Ja, okay. So, Tommy schreibt, der Akkubohrhammer 2760 Schläge pro Minute. Ja. Bloodlord schreibt, wir sollen uns nicht so anstellen. Das ist eine Werkstatt. Da gehört auch Dreck hin. Ja. An sich schon, aber mit der ganzen Technik. Aber wenn ihr für 10.000 Euro Kameras rumhängen, die das nicht so geil haben, gerne haben, dann versuchst du natürlich Schmutz zu vermeiden. Und solche Sachen machen wir natürlich auch vor der Werkstatt draußen. Guckt euch mal die Jacke an. die so einen leichten, dezenten Staubtouch. Alter. Danke nochmal an euch für den Hinweis, dass wir den Laptop abdecken sollen. Ja, wollen wir gleich noch weiterbohren oder war es das jetzt? Also mit den Kleinen können wir vielleicht weiterbohren. Weil okay. Die Kleinen machen nicht so einen Alarm. Oder einmal mit den Fetten hier, einmal so durchbohren. Wie durchbohren? Durch den ganzen Block hier. Dann sauge ich ab, oder? Ja, ich mach erst Wo mal kommt saug. Denn der Scheiß raus? Aus dem Bohrloch. Ja klar. Ja, so, dann halte ich dagegen. Wenn wir saugen erstmal. Jetzt wird einmal kurz ein bisschen lauter hier. So. So Leute, wir sind immer noch live und wir haben gerade ordentlich Druck gemacht. Es läuft hier nicht alles nach Plan, aber es ist eben live. Und ihr könnt auch noch ein YouTube reinschalten. Da sind wir noch alle und sind wir noch online. Nils, warum sagst du denn nichts? Was soll ich denn sagen? Ich bin ja hier nicht. Das ist der Staub, Junge. Achso. Die ganzen Kurse sollen schnell aufwärmen, bevor die Kurse kommen. Stimmt, ja, die knacken jetzt schön im Gebälk. Ich bin hier gerade noch an einer Instagram-Story. Ich bin Influencer. Ast im Beton. Man könnte jetzt sagen, das ist natürlich hartes Clickbait jetzt, ne? Was denn? Naja, auf dem Sun ist jetzt der Parkside-Abbruchhammer, der jetzt gar nicht geht. Haben wir ja nicht gemacht, weil das sonst noch mehr stauben würde. Scheiße. Das ist aber so Staub, scheiße. Also machen wir einen kleinen QL. Ja. Aber ich möchte den mal machen. Das ist der kleinere, der 5, wie heißt der, 45? Wie 45? GBH 96C. Und der 45 ist das hier. Genau, das ist der 45C. Und der hat 12,5 und der hat 7,5. Ja. Eigentlich wäre das auch jetzt mal ein cooles Duell so. Stimmt. Aber wer saugt? Ja, keiner. Noch einmal da durch. Alter. Okay. Alles für den Club? Ja, geht nicht anders. Ne? Geht nicht anders, ne? Einzelne Chat, wenn wir das machen sollen. Den kleinen gegen den großen.
PB schreibt, warum geht der Parks halt nicht? Weil der Parks halt nur ein Abbruchhammer ist, der dreht gar nicht. Da war doch auch, das war doch jetzt hier, ich kann ihn auf Soft stellen, ne? Nee, nee, der stand schon auf Jalla. Der stand schon auf Jalla. Okay, sollen wir? Ja, ist ja eh eine. Ah ja, die Jacke. Die ja machen eh einen einzelnen Chat. Ja. Was auch sonst, ne? Was auch sonst. So sind sie. Von einer schreibt, tut das nicht. Aber wieder abdecken, genau. Ja. So. Kein Akkustaubsaugeraufsatz für den Bosch. Ja, für den kleinen Bosch haben wir das. So, liebe Kinder, jetzt müsst ihr schlafen. Attacke. Hier schreibt jemand, der 45C geht normal besser als das Kabelpendant. Aber wieso gerade bei dir nicht? Aber du hast doch hier, hast du hier noch eine Drehzahlregung? Nein, ne? Das hast du doch hier. So, da steht auf Auto. Nicht auf Soft. Das ist Dauerbetrieb. Dauerbetrieb? Du hast hier sonst keine? Nee. Das ist auch geil. So halb geil, ne? Ja, die Leuchte wird vom... Die Leuchte wird, geht so halb von dem Akku. Nee. Nee, Leute. So. Wir testen es einfach nochmal, ne? Ja. Ich denke mal nicht, dass was an der Connectivity-Funktion eingestellt ist, dass hier deswegen lower ist. Aber hast du irgendwas verändert? Ich nicht. Nee. Wir haben die, also, wir haben die aus dem Karton genommen. Quasi. Aus dem Karton genommen, frischen Akku rein und gib ihm. Man könnte ja, warte mal, wenn man doch jetzt den Staubsauger so ein bisschen dahin legt, vielleicht hilft es etwas. Aber ich kann auch mit einer Hand bohren, dann kann ich vielleicht noch nebenbei saugen. Ja. Bei mir. Mit einer Hand. Mach das. Den noch klar. Hä? So? Ja. Stimmt sogar. Du brauchst ja eigentlich nicht viel drücken. Das kriege ich hin. Ja, und der ist echt easy. Okay, ja. Gib her, dann sauge ich bei mir ab. Bei dir? Kann man mit dem Fessel auch Fett absaugen, schreibt einer. Ja. So. Einer schreibt, der dreht sich in die falsche Richtung. Geht aber nicht, du hast keine Drehrichtungsumkehr und die drehen sich rechts. Nee. Nee. Du hast aber einen Achterakku. Willst du einen selber machen? Ja. Hast du einen am Start? Naja. So, jetzt an beiden Maschinen 12 Amperestunden Akku. Und man muss aber sagen, die hast du noch einen frischen? Die sind beide, alle gleich genug. Ja, okay. Okay, so. 3. 2. Ja. 1. Los. Stopp, stopp. Oh, jetzt, sorry. Komm. Mehr Bohrstoff
Hast du Bürste? Ich will nochmal die Bürste. Da, ja, Ergebnis war jetzt fast gleich, ne? Mhm. Also, erstaunt mich ein bisschen. Jemand hat auch geschrieben, wie die Betonsteine aussehen würde. Er würde Bruchstellen sehen. Ja, ist auch beim Ja, also, das wird irgendwo hier Abplatzer geben. Und wir haben ja relativ nah oben gebohrt. Also, um das jetzt wirklich wieder wissenschaftlich vergleichbar zu haben zu müssen, da müsste man komplett so ein Ding sägen. Aber in der Vorbereitung bist du ja vorhin noch zum Baumarkt gedüst und hast noch das Gölfchen vollgeladen. Jo. Von daher, finde ich komisch. Also, hätte ich gedacht, dass da deutlich mehr geht, ne? Mhm. Ja, für den ersten Eindruck auf jeden Fall. Ich hätte auch noch gedacht, dass er noch ein bisschen mehr, also dass der Abstand zu der kleineren Maschine, sag ich mal, noch weitaus größer ist. Aber ja, es heißt ja nicht nur dass es die Schlagzahl effizienter ist in der Schnelligkeit, sondern ich denke auch in der Kombination auch mit dem Anbauwerk, so mit dem Bohrdurchmesser, ne, dass dann auch so eine Maschine eventuell, wenn es einfach wirklich auf solche Durchmesser darauf hinausläuft, und dass dann halt da auch wirklich, ja, dass da der Unterschied danach auch wirklich sitzt. Ne? Also dann auch wirklich auch wieder eine Anwendungsfrage. Ja. Da noch der Hinweis, wir haben gerade so einen Test in Vorbereitung. Wir haben quasi uns Betonsteine gegossen mit frischem oder haben selber Beton angemischt. Und da werden wir dann auch diese Kaventsmänner hier nochmal ein bisschen zum Einsatz bringen. Und dann gehen wir der Frage auch nochmal auf den Grund. Ne? Wie gesagt, ihr seht ja auch so ein bisschen, das ist jetzt immer schon Vorbereitungszeit. Und wir machen das jetzt auch im Prinzip hier mit heißer Nadel gestrickt, ohne das jetzt wirklich auswerten zu können. Ich würde aber noch mal auf einen Hinweis zurückkommen, den mir neulich jemand bei Insta gegeben hat. Und zwar haben wir den hier, den vom FlexiClick, den Aufsatz. Ja, hier ist er, ne? Da müsste er drin sein, ja. Ja. Und zwar hatten wir euch den schon mal gezeigt. Das ist ja der vom FC, der Bohrhammer-Aufsatz SDS Plus. Allerdings ist das ein mechanisches Schlagwerk oder Hammerwerk. Das ist also nicht pneumatisch, sondern das ist, so wie ich das verstanden habe, ein Federschlagwerk. Dass hier so eine Feder quasi so mit so einem Plunger hämmert. Und das funktioniert ja hervorragend. Also echt, echt sehr eindrucksvoll. Das wäre zum Beispiel was, wo du sagst, ja, Bosch ist nicht innovativ. Also die haben schon auch gute Sachen. Ne? Ja, ja, sage ich auch nicht. Aber da denke ich, mit der Zeit meine ich halt auch noch, in was für Abständen das halt kommt. Für Bosch zum Beispiel würde ich dann denken, okay, ihr macht einen geilen Job, ihr bringt sowas, was echt der Burner ist. Und das haben ja auch viele Zuschauer schon geschrieben, dass sie meinetwegen mit so einem 18er Flexi-Click unterwegs sind, weil du hast einen Akkuschrauber, wenn du auf der Baustelle bist. Du kannst aber auch hier mal 8 mm in Stahlbeton bohren, brauchst es eben nur wechseln, schleppst nicht noch einen extra Bohrhammer für den gelegentlichen Einsatz mit. Finde ich super. Aber warum machen die das dann nicht für den 12er Flexi-Click? Ne? Vielleicht etwas kleiner. Und das wäre auch was, wo ich sage, okay, Milwaukee und Konsorten, warum bringt ihr nicht sowas? Vielleicht haben die auch Angst, sich zu kannibalisieren. Dass sie sagen, okay, wenn das Ding wirklich so geil ist für einen Huni oder im Set, dann kauft das ja nicht mehr. Und interessant war jetzt, dass tatsächlich jemand hingegangen ist und hier, das ist im Prinzip, warte mal. Ja, das funktioniert jetzt hier mit dem nicht so gut. Ich habe das auch noch nicht probiert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ich habe jetzt hier quasi als Verlängerung einen Bithalter drauf. Und jetzt müsste ich den ja festhalten können. Sollen wir mal probieren? Ja. Und hier jeden beliebigen Akkuschrauber drauf machen. Versuch doch mal hier den kleinen Metabo, den kleinen feinen 18er. Ist kaputt.
Der ist kaputt, genau, den haben wir runtergeschmissen. Ja, so macht er, such dir einfach einen aus, genau. Na, irgendwas Kompaktes, was... Ich den AEG da vorne. Direkt vor dir ist, direkt ja. Vor dir. Ja. Das bleibt ein Geheimnis. Das bleibt ein Geheimnis. Tut aber weh. Ne? Was für eine Arbeitshose trägt der Max eigentlich, fragt jemand. Straußhose. Motion 10, aber die ist, glaube ich, zurzeit gar nicht mehr verfügbar. Das wollte ich mir nochmal nachbestellen, aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Es ist nur noch das Star-Modell da und Kindermodell. Aber ich weiß nicht, ob das so. Das ist echt eine coole Hose so. Aber leider, glaube ich, also Motion 10 heißt die. Und könnt ihr nochmal gucken bei Strauß. Die war letztens selber nochmal da. Und also mit damals auf der Website. Und da habe ich da echt nochmal nachgeschaut. Aber da war es halt so, dass wirklich echt nur das Darmmodell da war und halt wirklich das Modell für die Kiddies. Und da mir beides halt nicht passt, muss ich eventuell noch warten. Ich hoffe nicht, dass sie die vom Markt genommen haben, tatsächlich, die Hose, weil die echt cool ist. Wo ist denn der nächste Strauß eigentlich hier von Münster aus? Oberhausen ist ein großer, ne? Am Zentro, glaube ich, oder? Mm, genau, ja. Aber nicht im Zentro, sondern... Nee, davor. Davor, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Also hier hast du noch Bohrer. Hast du mal einen Bohrer für mich? So ein feinen Zehner. Ist ein Zehner. Ja, Zehner ist ja schon mal... Schon ein Wort. Das sieht aber schon abenteuerlich aus. Ja, ne? Zap. Könnt ihr mal kurz recherchieren, was dieser Hammeraufsatz einzeln kostet? Ich glaube so 70, 80 Euro. So geschätzt. Ja. Verlinke ich euch nachher nochmal in der Videobeschreibung. So. Jetzt ist ja die Frage, das ist ja beim Flexi-Click ebenfalls, macht man sich Gedanken, man hämmert eigentlich im zweiten Gang, ne? Ja, würde ich sagen. Aber da muss ich ja nochmal hier... Oh ja. Benedikt schreibt, fragt noch, ob man diese Live-Sendung auch im Nachgang noch schauen kann. Ja, könnt ihr, das wird gespeichert. Und ihr könnt auch den ganzen Chat nachher nochmal durchlesen. Jo, geil. Das läuft. Geil. Grüße gehen raus nach Leinfelden, echter Ding. Ihr werdet wahrscheinlich demnächst verdächtig hohen Absatz auf dieses Ding haben. Das funktioniert. Damit hast du deine Frage schon beantwortet. Brauchen wir überhaupt hier gar nicht produzieren. Genau. Es funktioniert. Ja, wir machen noch eine Plottervorlage für Milwaukee aufkleben. Dann könnt ihr das hier draufkleben. Ja, krass. Willst du auch mal? Machen wir mit dem Achter. Und sag mir mal, ob dir was auffällt. Ich wollte nämlich gerade was sagen, sage ich jetzt aber nicht. Aber wie, warum mit dem Achter? Kann ich nicht mit dem Zehner machen? Könntest du auch, ja, je nachdem. Ich brauche mit dem Zehner. Das ist schon... Weil eigentlich müsstest du das machen mit dem Festool oder mit dem Flexi, ja richtig schnell sind, im vierten Gang. Da haben wir ja 4000 Umdrehungen. Ja, mach doch noch. Ja, stimmt. Wo ist er? Festool steht da vorne. Wo? Ach da. Alter, ey. Ich sehe den Wald vor lauter Akkuschrauber nicht. Obwohl der eigentlich Schlagwerk hat, aber egal. Ja, Schlagwerk. Ja, geil, pass mal auf. Einmal mit Schlagwerk und einmal ohne. Aber jetzt noch dazu, oder was? Nein, auf keinen Fall darfst du jetzt mit Schlag bohren. Das ist ja. Aber mal mit Schlag. Aber haben wir normalen Steinbohrer in 10 mm? Da sieht das. Ja, du kannst ja so einspannen. Das geht ja.
Okay, so, Drehmoment ist raus. Einfach auf Born. Ja, ne? Vierter Gang. Warte. Warte. Ja? Ja. Ich kann den fast wieder durch. Drehmoment, was ist der Drehmoment wieder drin? Jo. Jo, siehst du? Genau derselbe Scheiß. Ja. Rund gedreht, wa? Ist der rund? Nee, ich glaube nicht. Nee, ne? Du bist eventuell ein bisschen abgerutscht. Aber es vibriert hart, ne? Oder was? Das wollte ich nämlich sagen. Naja. Also Vibration, Hand-Arm-Vibration ist, das ist jenseits von gut und böse. Und da habe ich so gerade gedacht, wenn du den auf den Plexiglick hast, ist das jetzt nicht so ein Problem. Wahrscheinlich, weil der irgendwo dann, weiß ich, die Schwingung an das ganze Gerät verteilt, weil der hier einen Kraftstoß hat. Du packst ihn ja auch nicht direkt so an. Oder einen Formschluss. Du würdest ja beim Flexiglick hältst du den ja so. Ja, ja, ja. Aber es ist halt cool, dass du es jetzt echt einfach für andere Maschinen noch mit benutzen kannst, ne? Aber du musst echt aufpassen, dass du den Bit-Aufsatz wirklich formschlüssig da drin hast, ne? Mhm. Weil sonst drehst du dir das Ding da vielleicht wirklich rund, ne? Dominik Steiner, willkommen als Mitglied. Ja. Ja, kaputt ist es nicht. Nee. Der General fragt, wie zufrieden sind wir mit unserem Kanukofen im Vergleich zu Bullerjahren? Haben wir ja nicht. Ich habe drei Ofentypen zur Auswahl gehabt und habe mich für den entschieden, weil ich da einen guten Deal hatte mit einem Händler. Es war kein YouTube-Deal oder so, aber ich habe einfach 1000 Euro weniger bezahlt als für den anderen Ofen. Und man soll sich ja nicht wundern, ne? Die Öfen sind jetzt auch not cheap. Mm-mm. Aber so sind wir sehr zufrieden. Also jetzt ist er gerade zwar aus, aber das Ding macht ordentlich warm. Und ne, Mitte April ist ja bekannt, man muss viel heizen bei 0 Grad draußen. Jetzt können wir nochmal 12 Volt Geräte reinmachen oder was? Bitte mit 12 Volt. Also was meint ihr mit 12 Volt den? Ja, ja klar. Also ich will das so verstehen. Können wir mal einen GSR da einfach reinmachen. Ja, GSR und dann aber mit einem 8er würde ich das machen. Hast du mal einen anderen? Gesundheit. Und 8er Bohrer. Falsch machen. Ich arbeite seit etwa 4 Monaten mit dem 45C auf Neubauten, um damit 35er Bohrung durch KS und Stahlbeton zu machen. Der geht rasanter durch als alles andere. Kilian, schreib doch mal, ob du Bescheid weißt, ob du über die Connectivity-Funktion den quasi drosseln kannst. Weil wir haben da nichts, wir haben den wirklich aus dem Koffer genommen, wir haben da nichts konfiguriert. Normalerweise sind die Geräte ja, wenn wir sie so kriegen, eigentlich schon, dass sie auf Standard eben auch Standard geht. Mhm. Ne? Vielleicht, also wir werden eben auch nochmal auf den Grund gehen. Ja, ja, klar. Ne? Wir wollen natürlich jetzt auch, deswegen nimmt das ein bisschen, relativiert das. Nicht, dass ihr jetzt sagt, Bauform hat die Dinger getestet, das Ding taugt nichts oder war langsamer oder was weiß ich.
Willst du jetzt mit dem Surfboard mal? Ja. Genau, wir haben den GSR 1235. Ist der 35er, ne? Der große Brushless. Ja. Was interessant ist, das Ding ist ganz gut warm, ne? Zweiter Gang, Akku ist voll. Hinkelbohrer, ne? Ja, auch ein Hinkel. Das hilft. So, 8er Bohrer. Eigentlich Scheibe. Der ist was krass geworden, ne? Fühlt sich jetzt nicht so gesund an. Der hat sich relativ gequält. Und ich glaube, ich habe jetzt auch eine Erklärung, warum die heftigen Vibrationen kommen. Und zwar, weil du natürlich hier so ein bisschen Spiel hast. Mhm. Und durch die ganze Drehung und so schlackert das alles so, also das schaukelt sich so ein bisschen auf. Also. Es ist dafür auch nicht gemacht. Es ist dafür auch nicht gemacht. Es ist ganz nett. Ich frage mich gerade, ist der Bohrer immer vorne so stumpf? So, ich gucke jetzt hier mal nach der App. Das interessiert mich halt auch nochmal. Ja. Der Bohrer sieht doch nicht irgendwie gesund aus, oder? Was kann natürlich auch täuschen. Das ist ja natürlich jetzt... Also ich würde euch jetzt nicht raten zu sagen, ey, ich habe so ein Ding, ich brauche noch einen Bohrhammer, kaufe ich mir den Aufsatz. Nee. Mhm. Vielleicht als Notfall, aber dann hättest du den Flexi-Click ja eh. Zeigt aber nochmal, wie gut dieses Flexi-Click-System mit dem Hammeraufsatz funktioniert. Ne? Den noch einmal anmachen, damit er ihn findet. Genau, und weil ich das, jemand schrieb, ich muss das Gegenmoment für die Feder aufbringen. Und normalerweise fixiert sich ja der Hammeraufsatz mit dem Flexi-Click-Schrauber. Ach so, ist der Chip da überhaupt so, ne? Das müssen wir mal als erstes nachgucken, ne? Meistens ist der nochmal so gesichert. Das ist ja nicht immer so, dass die dann immer auch schon auf Volldampf sitzen, ne? Ja. Ist übrigens made in Germany. Ja. Frank Fischer haut 10 Euro raus. Danke dir. Jungs, euch kann man echt suchten. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Jo, danke für das Kompliment. Ich denke auch ganz ehrlich, ne? Es wird ja immer... Also logischerweise gibt es ja immer auch Leute, die uns neu entdecken und neu abonnieren. Und ich sag mal, die letzten, weiß ich, wir sind ja ungefähr bei 150 Ausgaben Werkzeug-News und eigentlich ist ja noch nichts veraltet. Ich weiß zum Beispiel, den Mirka-Schleifer haben wir in einer der ersten Folgen gezeigt und da hatten wir noch die Idee, dass wir wirklich quasi wie so eine Nachrichtensendung machen, wo wir so ein paar Werkzeuge einfach mal zeigen. Das haben wir aber ja relativ schnell verworfen, weil es keinen Sinn macht, dass du quasi gar nicht weißt, was in der Schachtel Pralinen steckt, die du dann öffnest, weil du kannst ja nicht alles Mögliche betiteln und so. Und du hattest dann auch nicht die, ja, den Fokus auf eine Sache. Aber da hatten wir den Mirka zum Beispiel gezeigt. Und von daher die Empfehlung, wenn ihr noch relativ frisch beim Kanal seid, nehmt euch mal 2 Wochen Urlaub. Obwohl 2 Wochen Urlaub werden nicht reichen.
Aber das sehen wir auch, dass wir sehen ja immer in den Statistiken, wie viele Zugriffe wir auf die Videos haben. Und was bei unserem Kanal relativ relativ bemerkenswert ist, das sagen die Kollegen von YouTube uns auch, dass auch die alten Videos immer noch nachhaltig viel geschaut werden. Jetzt blinkt was rot. Ja. Blau. Jetzt kommt die Meldung, sie hatten ihr Gerät irgendwie im 10%-Modus. Astaron HBS, danke für die 5,49. Probiert mal den Parkstar 12 Volt. Den probieren wir auch gleich nochmal. Vor allem die kleinen Dinger sind ja sympathisch, die machen ja nicht so viel Krawall und Dreck. Aber den machen wir gleich nochmal gegen den Milwaukee. Wo haben wir denn hier? Leistung ist auf Max. Ist auf Max. So. Hammerbohren, Max. Leistung, Max. EPC, Sanftanlauf, das ist der Sanftanlauf. Kickback-Control kannst du noch früher machen. Leistung, ja, ist alles auf Max. Ja. Das ist jetzt Ist-Status. Ja, das ist jetzt die Maschine. Ja, ja. Ich könnte es jetzt auch unterstellen, oder nicht? Nee. Aber ich kann es jetzt. Also. Nein, jetzt kann ich das ja feststellen, theoretisch. Ja. Genau. Jetzt ist auf Max. Ja. Ja. Also es war, so wie wir es gesagt haben, es war halt immer auf maximale Leistung, war die Maschine, ist ja die 45er, ja. Ja. Also wir werden dem nochmal auf den Grund gehen oder wir werden nochmal nachschauen. Auch im Hammer-Einsatz werden wir das Gerät ja nochmal testen. Okay. Aber ist der 12er Milwaukee? Ein 12 Bohrhammer? Bist du nicht bei dir zu Hause? Kann gut sein. Ja, Fußball. Oh, die Funken sagen schon Tschüss. Ja? Wolltest du die Akkus nicht reingepackt? Also sind die wieder am Ladegerät. Haben wir nicht einen kleinen Festool-Bohrhammer? Ja, ein 18 Volt, ne? Also ein 18er. Dann den 12 Volt mit Turbo. Ja. Ja, dann lass uns mal den 12 Volt mit Turbo gegen den mit 8er. Oh, der 8er war noch hier. Ja, das geht nicht. Wir haben nur einen 8er hier. Jetzt sind wir in die Kiste da unten. Ja. Okay, den tun wir mal beiseite. So. Eigentlich müsstest du jetzt irgendwie so einen kleinen Bosch nehmen, haben wir aber nicht. Dann wäre es nämlich Bosch gegen Parkside. André hat keinen Ton. Habe ich wieder Ton, Nils? Ja, klar. Okay. Hat die sich connected? Also du hörst, Ton ist safe da. Ton ist bei dir. Okay, ja, weil einer gerade noch schrieb, André, Mikro schlecht. Ja. Ja, weil gerade den Akku gewechselt hat. Das Mikrofon von André ist kaputt. Ton ist da. Lohn ist da, Ton ist da. So. Das wird kein gutes Ende nehmen für mich hier. Warum? Hä? Warum hammert hier nichts? Ist der im Arsch oder was? Ah, jetzt. Wir brauchen ein bisschen. Okay. So, 3, 2, 1 und los.
Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das Rennen war eindeutig. Da war mit dem Bruder Hasenfuß nicht so viel zu holen. Aber ich weiß jetzt gar nicht die Preise. 40 Euro oder so? Wir können ja mal vielleicht einen dickeren Bruder nehmen. Vielleicht bin ich dann immer noch schneller, aber das wäre ja natürlich auch krank dann, ne? Naja, also es war schon eindeutig, aber beides 12-Volt-Geräte. Na, also ich einen dicken Bohrer und du noch einen 8er. Ach so. Das meine ich. Ach so. Aber dann staubt es noch mehr voll. Ach so, das staubt jetzt schon. Voll unser schönes 5.000-Euro-Laptop hier. Ja, Leute. Aber wir haben ja noch was, ne? Denn ich glaube, wir haben insgesamt hier wieder... Ja, stabile 3 Stunden, aber was haben wir? Ja. Ja, aller guten Dinge sind 3. Aber ihr sollt ja heute nicht leer ausgehen. Weil, es heißt ja immer... Ihr kommentiert, Brockspin spendiert. Genau, richtig. Und wer schon mal die Artikelbeschreibung durchgeguckt hat, der findet da einen Link. Und da bräuchte ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Aber Spendierhosen sind runtergelassen oder angezogen. So, dann lasse ich die Spendierhosen runter? Egal. Also, es gibt einen schönen GSR 12V, quasi der kleine Bruder von dem 35er, mit der schönen Sporttasche und ein bisschen Zubehör. Kann eigentlich jeder gut gebrauchen. Den hauen wir raus unter dem Hashtag Bohrhammer. Sollt ihr jetzt mal unter das Video schreiben, eure Meinung zum Video. Also unter das Video, nicht in den Chat. Ja, dann geht das an einen Glücklichen von euch demnächst. Und noch zu den Verlosungen immer noch mal die Info. Also die Auflösung gibt es immer in den News, die unregelmäßig kommen. Meistens so alle 4 bis 8 Wochen. Ja, so um den Dreh. Und wenn wir dann die Gewinner bekannt gegeben haben, dann haben die Gelegenheit, sich zu melden. Und nach 2 Wochen ist dann die Frist abgelaufen. Das heißt, wer sich dann nicht gemeldet hat, dann geht der Gewinn wieder in die Lostrommel oder was auch immer. Oder zu mir nach Hause. Oder zum Leser nach Hause. Also auch eine gute Tat. Ne? Eigentlich schon, ne? Ja. Und genau, sonst so was? Haben wir sonntags sehen wir uns wieder, ne? Genau, wir sehen uns sonntags wieder. Auch 18.30 Uhr, nicht 18.45 Uhr. Weil heute haben wir es nämlich, heute habe ich einfach mal gesagt, wir starten erst um 18.45 Uhr, weil wir sonst immer quasi das akademische Viertel hatten. Stimmt, ja. Immer. Dann dachte ich, komm, dann Mut zur Lücke, offensiv mit den Schwächen umgehen, sagen, okay, wir machen 18.45 Uhr. Und man muss wieder sagen, wir haben ja auch an einem Mittwoch einen ganz normalen Arbeitstag im Prinzip. Du kommst, glaube ich, etwas später. Ja, ich bin etwas später gekommen. Aber ich war hier noch am Start und... ich habe mich echt dieses Mal wirklich eine Viertelstunde aufs Ohr gehauen vorher. Ja, okay. Ja. Ich hoffe, das hat man ein bisschen gemerkt. ja, in diesem Sinne, war wieder schön mit euch. Wir haben euch alle lieb. Bleibt uns treu. Sonntag gibt's was für ein Video eigentlich? Ich glaube Lamello. Ich glaube Lamello, ne? Oder das mit dem Schraum. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube Lamello. Es nicht. Na? In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und bis dann.